So, hallo Internet, hallo Björn, wie geht's dir? Ja, hallo Wolfgang, mir geht's gut. Sehr schön. Sag mal, ist bei dir heute auch das Comeback des Jahres, ich sag mal das unerwartete Comeback des Jahres am Start? Ich spreche vom Sommer, denn Ja. ich bin ja in dem Alter, wo ich viel über das Wetter spreche und auch mich viel über das Wetter beschwere. Und die letzten 2 Wochen war es so kalt hier in Karlsruhe. Und heute hat es, glaube ich, 28 Grad gehabt und super viel Sonne. Ich finde es super. Mein Kreislauf, der ist sich noch so ein bisschen unsicher. Deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt so ein bisschen dem Wetter hier entfliehen kann. Ja, nee, bei uns war es heute so um die 23 Grad, aber nicht mehr am Regnen. Das war doch schon mal Ja. etwas. Ja, und morgen soll es wärmer werden. Ja, großartig. Also ich weiß noch, am Samstag war es bei uns so kalt. Da war ich nachmittags im Freibad. Wir haben hier so ein beheiztes Freibad in Karlsruhe, das ist bei mir um die Ecke. Da gehe ich gern schwimmen. Und da war ich am Samstagabend oder Samstagnachmittag. Und ich habe danach natürlich heiß geduscht und alles, aber mir war es den ganzen Abend so kalt, dass ich da wirklich zu langen Kleidern, nicht Kleidern, zu langer Kleidung greifen musste und zu so einer kleinen Kuscheldecke am Abend, damit ihr nicht krank werdet. Denn Ja, genau. man muss auf die Gesundheit achten. Ja, und das mitten im Hochsommer. Ja. Aber Ja. ich bin gespannt. Also bei uns sind Höchsttemperaturen angekündigt für die nächste Woche. Ja, bei uns glaube ich nicht, aber gut, schauen wir mal. Ja, und Gewitter. Ich schaue gerade nach hier live. Es ist eine Live-Sendung, deswegen live auf der Wetter-App. Und Gewitter ist auch angekündigt. Ja. Super. Ja, immerhin. Gut, soll uns aber nicht abhalten Nee. von dem schönen Thema, was wir uns heute ja anschauen wollten. Colonization. Und ich bin Genau, mega. ich prall mal wieder, Ah, ne? ja, da. Geil. Ja, Du. wobei kann ich direkt schon sagen, das Ja. Spiel war so erfolgreich in Deutschland, das kann man heute noch für relativ schmales Geld kaufen bei eBay. Ja. 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 Also ich habe ja hier die, gut, falls ihr, kommen wir ja nachher eh noch drauf, wir spielen ja die GOG-Version, gibt es Ja. auch bei Steam. Bei Steam kostet es, ich glaube, 1 Euro mehr oder sowas. Es gibt noch nicht nur dieses wunderschöne Handbuch bei der Originalversion, das natürlich dann auch noch in deutscher Boah, Sprache ist, das ist richtig dick, was du da sondern hast. es gibt auch noch diese wunderschönen Karten dabei, die einem im Spiel sehr helfen. Das werden wir vielleicht sogar heute noch merken. Da bin ich Diese Karten sind gespannt. bei der GOG-Version nämlich, ich glaube, in englischer Sprache auch dabei. Ich hatte es dir eben mal gesagt, wo wolltest du es runtergeladen haben, Ja, ne? genau. Ich habe hier so ein PDF vor mir. Das hat 4 Seiten. Das ist ein englisches PDF. Das ist die Colonization Quick Reference Card. Ja, bei mir Und heißt Hilfskarte, genau. da sind ganz viele Tabellen drauf, ganz viele Zahlen, ein paar Also bei mir Icons. sind diese ganz schön. Also weiß nicht, ob man Ja, es gut erkennen kann, aber das ist ja, ganz schön ja. gemacht. Man hat halt hier die Icons im Spiel, die man auch vom Spiel her kennt, und dann die Beschreibungen dazu. Das ist auf der englischen Variante bei GOG nicht ganz so hübsch, aber genauso hilfreich, denke ich mal. Ist nicht ganz so hübsch und man muss eins sagen, die geben sich teilweise schon sehr viel Mühe bei GOG, teilweise aber auch nicht so viel. Also bei dem Spiel hier ist es jetzt so, die haben halt das alte Hochglanzpapier genommen aus der Packung und haben das halt eingescannt. Und Ja. das siehst du halt auch, dass das jetzt, dass es halt eingescannt ist. Also gerade so die Grafiken sind ein bisschen unscharf, dann sind so ein paar Schlieren drauf. Ja, aber dennoch, man kann es super spielen Ja. und tut dem Ganzen keinen Abbruch, genau. Ich hatte es komplett vergessen, dass es so eine Referenzkarte für dieses Spiel gibt. Ich habe das komplett vergessen gehabt. Da habe ich gleich noch eine Story zu, aber wir können uns ja erstmal das Intro angucken. Ja, das ist eine gute Idee. Dann schalte ich mal kurz rüber zum Spiel. Ihr seht hier den Eingabebildschirm von der DOS-Box. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal und schauen uns auch und hören uns auch mal das kleine Intro an. Deine Lieblingsfirma, Björn? Ja.
Auf wie viel Datenträgern kam denn das Original Colonization? Das war nicht sehr groß, oder? Drei Disketten? Das kam auf drei Disketten. Drei Disketten. Auf der Packung steht 5 Megabyte Speicher. Ja. Bei GOG braucht es, glaube ich, 45 oder sowas, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, bei GOG ist es ein bisschen größer. Die haben das gebundelt, auch mit so einer DOSBox-Variante. Ich verwende jetzt aber hier meine eigene DOSBox, weil die Konfiguration, die es bei GOG gab, die hat bei mir nicht so gut funktioniert. Das merke ich aber öfter. Ich glaube, dass man bei GOG teilweise halt so ein Spiel einmal bundelt und dann wird es halt nie wieder irgendwie angepasst an Systeme. Wenn du jetzt vielleicht ein moderneres Betriebssystem hast oder so, dann funktioniert es teilweise nicht, aber... Ja. Im Übrigen, ich habe auch, warum auch immer, ich habe die GOG und die Steam-Variante und natürlich halt das Original. Das ist ein richtiger Fan. Das ist ein richtiger Fan, der hat alle Varianten. Ich habe das sogar noch als CD-Version. Habe ich auch noch im Schrank, die habe ich jetzt allerdings nicht rausgenommen. Also ich habe auch noch eine CD-Version, die war aber nicht anders. War da noch Musik dann dabei? Aber bei der Steam-Variante gibt es einen Konfigurator, den man von Steam aus starten kann. Ah, man wird vorher gefragt und dann kann man nämlich den Konfigurator starten. Da kann man nämlich unter anderem auch die Soundkarte ändern. Ah, kannst natürlich auch den von uns ja unantastbaren Roland-Sound noch einschalten, den wir damals ja uns alle nicht leisten konnten. Nee, also es gab Roland und es gab natürlich auch Gravis Ultrasound. Das konnte ich mir auch nicht leisten. Ja, Adlib und Soundblaster, also eigentlich hat er alles unterstützt, was es so da gab. Ich habe guten Soundblaster 16 damals gehabt. Ja, ich auch. Also das war ja das Nonplusultra. Ja. War zwar nicht günstig, aber erschwinglich immer noch. Ja. Roland war ja außerhalb unserer Reichweite. So, Sid Meier's Colonization. Und das ist jetzt schon so die Zeit, wo man auch mit Sid Meier schon wirklich Werbung gemacht hat. Wo der gute Mann schon einfach... Ja. Und zwar, auf der Packung steht was dazu. Echt? Was? Ja, da steht drauf, Sid Meier, dessen Name für erstklassiges Gameplay birgt. Oh, der Herr Meier. Solcher Klassiker wie Civilization, Railroad Tycoon, Pirates und F-19 Stealth Fighter. Also, stand hier da schon drauf. Mit und Abbildung. Und jetzt die Frage, welches von den Spielen passt da irgendwie nicht so in die Reihe rein? Da brauchen wir ja gar nicht viel raten, ne? da fehlen natürlich auch noch andere Spiele, wo er damals dran gearbeitet hat, aber da sieht man halt, da war das schon ein Aushängeschild, das war aber tatsächlich außergewöhnlich. Ja. Das stelle ich ja auch immer wieder im Retro, ja, überhaupt, wenn man über Retro spricht, viele reden halt heutzutage über Programmierer oder irgendwelche Leute, die Herausragendes geleistet haben. Damals wussten wir nicht, wer das war. Bei Sid Meier wusste man das. Ja, das stimmt schon. Sid Meier war mega bekannt. Vielleicht später auch noch die zwei Johns von id Software. Die kannte man, glaube ich, auch. Ja. John Carmack, John Romero. Das, ja. Aber es waren nicht viele. Nein, es waren nicht viele. Ne? Will Wright wusste man. Und dann wird es so langsam eng. Und ich finde das halt immer schön, dass heutzutage viele sagen, oh ja, den muss man kennen und den muss man kennen. Ganz ehrlich, viele kannten wir gar nicht. Ne? Chris Hilsbeck, ja, den kannte man. Ne? Chris Roberts aber, natürlich noch, von Wing Commander. Ja, natürlich, klar. Den kannte ich aber erst auch nicht, erst mit Strike Commander. Stimmt, Wing Commander, Strike Commander, ist, Privateer hat er noch gemacht, oder? Das war doch das Spin-off, glaube ich. Ja, genau, Privateer und natürlich auch noch andere Sachen, wo er dran beteiligt war, nachher der Name eher weg war, weil er wieder zu lange gebraucht hat. War ja immer Tradition bei ihm. Aber ja, das ist halt so. Und Sid Meier war damals aber ein Name, den kannte, glaube ich, jeder, der zumindest halbwegs mit Simulationen und mit Strategiespielen zu tun hatte. Ja. Also die Gamer kannten den Namen Sid Meier. Genau. Macht er heute noch was? Ja, deswegen, also auch da nochmal eine lustige Anekdote. Im Übrigen, von wann ist das Spiel? 94, oder? Ja, genau. Auf der Packung steht nämlich 93. Echt? Warum denn? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich das 94 bekommen habe für den PC. Das war einer meiner einzigen Jugendspiele, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Meine Eltern waren nie Fan davon, mir Computerspiele zu schenken. Die denen war, glaube ich, auch nie bewusst, dass man dafür Geld bezahlen musste.
Genau. Im Handbuch steht dann wieder 94 drin. Also ich habe auch 94 im Kopf. Ja, 94 ist auch richtig. Also ich bin auch der Meinung, ich habe das 94 zu Weihnachten, kurz vor Weihnachten irgendwann bekommen. Ich meine, es wäre im November rausgekommen. Ja. Irgendwas um den Dreh rum. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das nämlich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ja. Und ich musste natürlich damals auch testen, ob es überhaupt auf meinem Rechner läuft. Muss man. Ja, und dann habe ich das installiert, habe mir die Referenzkarten einkassiert und dann habe ich, ich glaube, 3 Monate nichts anderes gespielt als dieses Spiel. Also auch als ich es Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ich habe mich trotzdem gefreut, ja, weil ich habe so viele Stunden in das Spiel, in dem Spiel versenkt, wie in keinem anderen Spiel zu der Zeit. Also ich habe, ich muss auch 94, 95 um den Dreh Colonization gespielt haben. Und ich kann mich, ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt einsteigen. So aus dem Kopf könnte ich dir nicht mehr so super viele Sachen sagen. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ob es jetzt eine Tea Party gab nur, die man erreichen musste, oder ob man das öfters konnte, je nach Ort, wo man so eine Siedlung hat. Ich kann mich nicht mehr an so mega viel erinnern, aber ich weiß auch, dass ich extrem viel Zeit reingesteckt habe. Ich habe es danach nie wieder gespielt. Hast du es nochmal gespielt die letzten Jahre? Jetzt muss ich überlegen. Ich habe es gespielt, als 2008 das Remake kam auf Basis von Civilization 4. Okay, kam das ja, kenn also ich gar auf nicht. Diese technischen Basis ja. kam ja noch ein Colonization. Und das habe ich dann gespielt. Das hat mir nicht so gut gefallen und bin dann wieder auf die alte Version gegangen. Deswegen habe ich die auch in Steam, ja. Weil es die damals dort schon gab. Und habe aber seit 2008 das nicht mehr angefasst. Ich habe es auch damals, 2008, nicht wirklich durchgespielt. Ja, also ich habe seit den 90ern nicht mehr gespielt. Ich habe mir das schon vor einiger Zeit mal bei GOG gekauft. Denn ich bin total empfänglich für diese ganzen Newsletter von GOG, wo immer drin steht, ja, ganz, ganz tolle Rabatte, schau doch mal hier. Du sparst 90%. Und ich meine, 90% sparen von einem Spiel, das man jetzt gar nicht spielen wird sofort, kann man sich jetzt drüber streiten, ob man so viel gespart hat. Es geht mir genauso. Ich kaufe mir die auch immer, die Angebote, vor allem, wenn die eine deutsche Version haben. Ja. Dann kaufe ich mir die im Prinzip ungesehen, kaufe ich mir die. Auch Spiele, die ich vorher nie gespielt habe. Man weiß ja nicht, ne? Ja. Ja. Okay. Sollen wir einsteigen? Dann können wir mal versuchen. Ich habe übrigens damals alle Nationen durchgespielt. Wie viele gab es denn da? Das sehen wir wahrscheinlich gleich. Vier Stück. Ja. Ja. Wir können jetzt in der neuen Welt starten. Oder in Amerika starten. Ich würde in der neuen Welt starten. Das ist so für mich das Grundspiel, so wie es gespielt werden möchte, ist eine neue Welt starten. Aber ist die neue Welt nicht Amerika? Ist die neue Welt nicht das gleiche wie Amerika? Ich dachte, Europa ist die alte Welt und damals die ganzen Siedler. Ich bin jetzt gerade am überlegen, wie dir. Oh, das ist ein Übersetzungsfehler. Hier, pass mal auf. Gucken wir doch mal nach. Also ganz ehrlich, neue Welt ist doch genau das, oder? Wir waren wie Europäer. Ja, das ist jetzt schon wieder zu lange her. Wir damals sind ins Boot drüber, wollten ein paar andere Völker unterwerfen und erobern. Und ich dachte immer, dass Amerika die neue Welt ist. Habe ich auch gedacht. Tja, ich schau mal kurz, ich rufe mal den Sid kurz mal an und frag den mal, was er sich dabei gedacht hat damals. Ja, genau. Ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwo was finden kann dazu. Ja. Da steht was. Aber du warst gerade so souverän drauf. Also ich würde immer in der neuen Welt starten. Das ist das Urspiel. Ja, ich hätte jetzt auch in der neuen Welt. Ganz normal, ja. Genau, was steht denn hier? Wenn Sie diese Option wählen, erstellt der Computer ein unentdecktes Amerika. Ach, willkürlich generiert. Ja, genau, das war das. Das ist eigentlich, also es ist so, neue Welt bedeutet generierte Karte, vom Computer generiert. So random und Amerika starten heißt die Originalkarte Amerikas, die da nachgebildet wurde. Also würde ich tatsächlich eher die Amerika-Karte nehmen. Ja, lass uns doch die nehmen. Ja, also ich kann mich jetzt auch daran erinnern, ich habe immer diese authentische Amerika-Karte gespielt. Okay, Schwierigkeit wählen. Also wir beide sind ja super Cracks. Wir sollten immer auf Hardcore spielen, ne? Was gibt's denn? Also ich habe es mit dir ja gerade auch schon gehabt. Die Schrift ist teilweise nicht so super gut lesbar. Aber ich habe heute extra die Brille geputzt. Ich sehe, dass die im Stream etwas besser rüberkommt. Ja.
aber du hast recht. Also ich glaube, das kommt aber ein bisschen drauf an, auf welchem System man spielt. Ich empfand es nicht so schlimm, aber es fällt heute halt auf irgendwie. Ja, aber wie gesagt, ich habe die Brille geputzt und ich kann gut interpolieren. Das Erste, was wir haben, ist Entdecker, ganz einfach. Seefahrer, einfach. Konquisitor, mittel. Im Übrigen steht im Handbuch Forscher statt Seefahrer, aber okay. Okay, Gouverneur hatte ich noch hier, schwer. Und der Vizekönig, sehr schwer. Sollen wir mal einfach starten, Björn? Ja, ich gucke gerade, was der Vizekönig können muss. Das ist aber sehr schwer. Du darfst keinen Fehler machen oder seltenen Fehler machen. Oh, ja. Also bis ich habe die ganze Referenzkarte ja neben mir hier noch als PDF auf dem Bildschirm. Und ich glaube, bis ich die auswendig kann, das wird wahrscheinlich die ein oder andere Runde dauern. Deswegen will ich sagen, lass uns doch mal hier. Das war genau der Grund, weshalb ich mir die damals einkassiert habe. Und dann habe ich die mir in unter meine Schreibtischunterlage gelegt. Ah, kannst du mal drauf schauen. Die war schon irgendwo notwendig für das Spiel. Ja. Also wenn ihr die tatsächlich bei eBay nachkaufen solltet, die Version, guckt drauf, dass die Hilfskarten dabei sind. Ja, dass sich die niemand irgendwie unter den Schreibtisch gelegt hat und immer rausrückt. Meine Version kriegt eh keiner. Das ist noch meine originale Version. Immer wenn ich die in die Hand nehme, da kommen immer wohlige Gefühle auf. Das ist die Version, das sind die vier Nationen. Das ist die Version, die du als Kind bekommen hast zu Weihnachten? Ja. Wow. Ich habe die nicht nachgekauft. Stark. Also die ist immer noch hier. Stark. Zwischenzeitlich bin ich in Panik geraten, weil nur zwei Disketten da waren. Die Diskette 2 fehlte. Aber ich habe sie wiedergefunden. Okay, europäische Macht. England, Frankreich, Spanien oder Holland. Die vier großen Kolonialmächte. Hast du eine Präferenz? Ja, Deutschland fehlte. Aber Deutschland, das ist leider in dem Spiel so. War Deutschland zu der Zeit auch schon eine Kolonialmacht? Oh, meine Geschichtskenntnisse sind super schlecht, merke ich. Nee. So groß wie die vier Nationen da, ja, natürlich. Das waren schon die großen. Portugal, das sind schon die ganz großen. Und die haben auch, hier in dem Spiel verschiedene Vor- und Nachteile. Okay. Das wird hier aber nicht genannt. Hast du eine Präferenz für ein Land? Ich habe damals immer Holland genommen, weil das Handeln einfacher war. Alter, lass uns doch Holland nehmen. Ja. Geben Sie bitte hier Ihren Namen ein. Ach komm, den lasse ich doch einfach. Ja, den lässt du einfach, ja. Der klingt so holländisch. Okay, Text. Huiuiui. Kannst du den lesen? Ich kann ihn lesen, ja. Die protestantischen holländischen Provinzen wurden im Zeitalter der Expansion vom katholischen Spanien unabhängig. Als Fischer und Kaufleute unterhielten die holländischen Niederlande Flotten in der Nord- und Ostsee. Nach der Unabhängigkeit im frühen 17. Jahrhundert konnte diese winzige Nation ihre ideale Lage zur Ausweitung ihres Überseehandels auf lukrative neue Märkte im fernen Osten und in der neuen Welt nutzen. Anders als ihre Rivalen und zeitweise Gegner, die Spanier, Franzosen und Engländer, wurden die Holländer von ihrer Kaufmannsklasse regiert. Daher waren sämtliche Aspekte ihrer Staats-, Militär- und Wirtschaftspolitik auf Handelsinteressen ausgerichtet. Ihre Strategie erwies sich als erfolgreich und die holländische Wirtschaft und ihre Handelsflotte expandierte so rasch, dass die anderen europäischen Mächte sich zu drastischen Maßnahmen gezwungen sahen, um ihre eigenen Unternehmungen zu verteidigen. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Grüß dich. Und jetzt sind hier so ein paar Sachen gelb hinterlegt. Fischer und Kaufleute, Überseehandel und Handelsinteressen. Genau, die Fischer und die Kaufleute sind Figuren, Charaktere im Spiel, die wir öfter mal benötigen. Ja. Und natürlich hier kommt diese Handelsexpertise, wird nochmal dargelegt. Die steht im Handbuch auch drin, dass die holländische Wirtschaft die stärkste ist gegen alle anderen. Das heißt, wir werden sehr gut unsere Waren für viel Gold verkaufen können. Voll gut. Bei den Spaniern zum Beispiel steht drin, da hat man einen Angriffsbonus von 50%. Okay. Auch keine schlechte Sache. Eine sehr aggressive Macht dann, die Spanier. Ja, genau. Währenddessen die Franzosen genau das Gegenteil. Die können friedlicher verhandeln. Okay. Also vor allem natürlich mit den Ureinwohnern. Ja. Und die Engländer, da emigrieren halt mehr Leute.
Okay. Aber ja, dann macht das schon einen großen Unterschied, was für eine Nation du auswählst. Dann hast du schon jedes Mal, wenn du es mit einer anderen Nation spielst, eine andere Strategie oder ein anderes Gameplay. Ja, also ich möchte sogar so weit gehen und sagen, das macht das Spiel spielen doch sehr anders. Okay. Ja, also gerade wenn du stark handeln kannst. Ich habe ja damals alle gespielt. Ja. Kann mich ja nicht mehr an alle Details erinnern, aber das ist definitiv ein starker Faktor, weil du dein Spiel daran anpassen kannst. Zumindest am Anfang. Das ist ziemlich cool. Gut, ich klicke mal. Holland. Um die Stärke der holländischen Wirtschaft und ihre Erfolge bei Handel und Bankgeschäften zu repräsentieren, erhält der Holland-Spieler einen Bonus, auch finde ich super, wenn er mit Amsterdam handelt. Die Rohstoffpreise in Amsterdam fallen nicht so rasch wie in anderen europäischen Häfen und erholen sich schneller. Okay, also klar, Handel mit der Heimat ist eine gute Sache. Ja. Oh. Und jetzt wird's auch für Wolfgang Adler auch schwierig mit dem Text. Uiuiuiui. Also ich sag mal, mit der Pixeldichte, mit kursivem Text zu arbeiten, finde ich, ist ein Move. Im Jahr des Herrn 1492, da war doch was 1492. Da gibt es ja diesen Song von Vangelis, Conquest of Paradise. Eine Audienz mit dem Statthalter zur größeren Ehre von Holland erklären wir euch zum Vizekönig der neuen Welt. Geht hin und erforscht dieses neue Land, besiedelt es und bringt euch selbst und unserer Nation Reichtum und Ruhm ein. Und ich muss sagen, das Gesicht von dieser Figur ist schlicht und ergreifend bizarr. Ja, aber das war ja in den Sid Meier-Spielen, also zumindest bei Civilization, durchaus normal. Ja, diese Porträts, das kennen wir daher schon, dass diese Gesichter immer etwas, also ich weiß noch, mein Kumpel Jan und ich, wir haben uns sehr stark immer amüsiert über diese Gesichter. Die haben auch schöne Namen von uns bekommen, aber es war nie der Name, der im Spiel drin stand. Im Jahr des Herrn 1492. So, jetzt muss ich überlegen, geht es automatisch weiter. Verließ eine vom großen Entdecker Michiel de Ruyter geleitete Expedition. Der hätte jetzt auch King Wolle stehen können. Ja, Amsterdam und brach zu einer Entdeckungsreise auf. Ich mag das Tempo von dem Spiel. Ist nicht so hektisch. Im Auftrag und mit dem Segen von Holland. Ich finde auch die Musik. Das ist übrigens das Spieltempo. Ja. Erforschen ist der gemächlichen Männer, die Weltmeere. Ist auch rundenbasiert, oder? Ja. Ja. Ist auch noch richtig im Kopf. Fanden Länder, die bisher auf keiner Karte verzeichnet waren. Aber er ist ja nach einem anstrengenden Tag im Büro so ein entspanntes Spiel auch ganz cool. Und gründeten Kolonien, um den Ruhm von Holland zu vergrößern. Eine kleine Flotte mit Pionieren und Soldaten an Bord. Vielleicht schule ich auch um und werde Märchenonkel. Setze die Segel, um ein neues Leben, einen neuen Anfang, eine neue Welt zu finden. Wer wusste schon, welche Wunder, Gefahren, Reichtümer und Möglichkeiten sie erwarteten? Naja, der Herr natürlich. Und das kommt mir mega bekannt vor. Das kommt mir brutal bekannt. Oh ja, und auch genau diese Screens, wo immer so ein Halbporträt, ich weiß gar nicht, so eine Figur ist mit so einer Texttafel. Aber was haben wir da? Unser Handelsschiff, gelb markiert, befindet sich mit einem Pionier und einem Soldaten auf hoher See. Eure Exzellenz, wenn wir Richtung Westen navigieren, linker Pfeil, stoßen wir wahrscheinlich auf Land. Segeln wir hingegen nach Osten, rechter Pfeil, könnten wir zum Hafen zurückkehren. Ja, möchten wir natürlich nicht. Das war schon mal ein Wink mit einem Zaunpfahl, was du jetzt machen sollst. Jetzt haben wir aber Glück. Ja. Denn es kann auch passieren, wir sehen ja jetzt schon Land. Ja, das stimmt. Es kann auch passieren, dass du 2-3 Runden brauchst, nach links zu fahren, bis du auf Land stößt. Das ist so. Jetzt haben wir aber richtig Sahne gehabt. Lass uns mal, bevor wir was machen, mal ganz kurz mal das Interface mal anschauen. Also in der Mitte, klar, genau. Das ist unser Schiff. Weil du ja eben erwähnt hast, das ist ja gelb. Das ist deswegen gelb, wegen der Kolonaipädie.
ganz rechts steht. Darf ich da mal draufklicken? Klar. Oh, das ist ein Pull-Down-Menü. Sowas sieht man selten heute in Spielen. Sowas sieht man eigentlich nur in Excel oder so, dass man solche schönen Menüs hat. Aber jetzt wisst ihr auch, durch was Microsoft inspiriert wurde. Frachtkarten, Einheitenkarten. Ich klicke mal das erste Mal an. Da passiert erstmal, doch ja, dauert ein bisschen. Da haben wir verschiedene Waren. Ja. Zeigt uns auch ein bisschen was an. Okay. Geh mal zurück. Was haben wir denn sonst noch? Einheitenkarten, Terrainkarten, Siedlerfähigkeiten, Koloniegebäude, Gründerväter. Wird wahrscheinlich dann auch sich einfach im Laufe des Spiels weiter füllen mit Informationen. Ja. Ja. Handel haben wir. Handelroute, oh ja, kann ich mich auch noch erinnern. Ja, dass wir nachher extra ein Schiff immer wieder fahren lassen. Geht es nicht auch für Handel an Land? Konnte man da nicht auch so Handelsrouten einrichten? Ja, zwischen kannst du auch. Also du kannst die innerhalb Amerikas einrichten. Ja. Ja. Also der neuen Welt. Ja. Oder halt auch in die Heimat. Ja. Dann haben wir hier ganz viele Berichte. Und ich meine, was man hier natürlich schon sieht, Björn, ist, das ist ein Spiel aus dem Jahr 94. Da verwendet man noch solche Worte wie jetzt Indianerberater. Ich glaube, war das im Remake auch drin oder hat man das im Remake dann geändert? Ich meine, es wäre da nicht mehr drin gewesen. Wir haben ja eingangs schon mal, wo wir noch nicht im Stream waren, haben wir ja schon mal kurz das angeschnitten, dass man natürlich hier in dem Spiel hat man nicht so sehr auf gewisse Dinge geachtet, was man heute tun würde. Ja. Das ist so der kleine Disclaimer so am Rande. Ja. Sollte man schon mal erwähnen, hier gibt es halt auch Begrifflichkeiten, die würde man heute so nicht mehr verwenden. Und ich möchte fast hinzufügen noch, die würde man mit Recht heute nicht mehr verwenden. Ja. Ich finde es aber auch in Ordnung, wenn man jetzt sich so ein Spiel anschaut, das nicht jetzt ausschließlich mit so heutigen Maßstäben zu beurteilen, sondern auch ein bisschen den Zeitgeist mit einzufangen. Und ich finde, bis jetzt und auch was ich noch so in Erinnerung habe, ist nicht so drüber wie beispielsweise You Don't Know Jack 1, das habe ich mit Christian hier schon einmal gespielt, wo da wirklich Fragen drin waren, die so schlimm waren, so unangenehm, wo wir auch gesagt haben, nee, das kannst du nicht mehr spielen. Das geht einfach, das macht auch keinen Spaß, das ist nur unangenehm. Genau, hier sind es einfach nur ab und zu mal Begrifflichkeiten. Ja. Und da halt einfach von uns jetzt mal der Hinweis, auch wenn wir es dann sagen oder so, das ist natürlich klar. Immer eher so eine Geschichte, wo wir gucken uns halt alte Spiele an und versuchen eher euch die damaligen Dinge wiederzugeben. Und das gehört halt damals nicht dazu. Da hat, ganz ehrlich, habe ich auch nie drüber nachgedacht. Das ist auch bei mir bei den, ich sag mal, wie wir früher gesagt haben, auch Killerspiel-Debatte oder was wir alles hatten. Ja. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, über solche Dinge. Und ich bin halt sowieso ein sehr tolerant erzogener Mensch und daher, das war für mich nie ein Thema. Das ist keine Herablassung oder sowas. Also ging mir genauso. Als Kind, als Kind war das auch was für mich nicht schlimm war oder nicht irgendwie was war, wo ich viel drüber nachgedacht habe, über den Begriff Indianer. Das war ja auch, keine Ahnung, Kinderfasching, hast du dich nur so als Cowboy und Indianer verkleidet oder hast du sowas angeschaut. Ja. Aber klar, ich meine, jetzt irgendwie 30 Jahre später sieht man es anders und ich weiß gar nicht, in Kanada nennt man die Ureinwohner First Nations. Ich glaube, in USA nennt man die, glaube ich, auch teilweise First Nations oder Native Americans. Und ich finde es auch cool, dass man das heute im Großen und Ganzen auch überall so verwendet, weil das einfach besser ist. Weil es war nicht Indien, wo der Kollege damals hingefahren ist. Ja, er dachte, er wäre da hingefahren. Ja, crazy. Ja, dann können wir loslegen. Ah, ich sehe Mera Kain ist da im Chat. Hi, grüß dich. Mera Kain, hast du damals auch Colonization gespielt? Und wir können jetzt mal nach links fahren, oder? Ja, natürlich. Wir wollen ja nicht wieder zurück. Nee, einfach Cursor, oder? Ja. Der Numblock funktioniert da ganz gut. Also für alle Interessierten, mein Numblock, der existiert ja nicht, weil ich so eine Mac-Tastatur habe. Ich erinnere auch gern dran, Indiana Jones 3, wo es diese Boxkämpfe gibt, die man mit dem Numblock ganz gut bestreiten kann. Das geht ohne Numblock gar nicht. Wir haben es versucht, ich bin wahnsinnig geworden dabei. Kannst du denn dann nach rechts oben oder links unten gehen? Bei Indiana Jones?
Ja, das sehen wir dann gleich. Das sehen wir dann gleich. You'll find out. Aber ich habe die neue Welt jetzt entdeckt. Heureka. Land Ahoi. Wie sollen wir dieses neue Land nennen, Eure Exzellenz? Es ist ein ziemlich kleines Land. Vielleicht. Das siehst du doch nicht. Ja, ich habe gedacht, dass es klein ist, weil hier was auf dem Bildschirm drauf ist. Ich dachte, das ist so eine Kachel. Weißt du, überall ist blau. Ich dachte, das ist von Meer umschlossen. Also es kann natürlich passieren, das ist mir auch passiert, dass man eine Insel vorher erwischt. Ja. Yeah. Das ist mir auch schon mal passiert. Aber normalerweise bist du direkt auf dem großen Festland. Okay. Wir sind auf noch nicht kartografiertes Land gestoßen. Exzellenz. Ich mag's, dass mich das Spiel immer mit Exzellenz anspricht. Um die Kolonisten an Land zu bringen, bewegen sie das Schiff zum Ufer und wählen sie ein Landgehen vom Menü. Okay, ich bin schon an Land, oder? Nein, du musst auf das Land. Deswegen habe ich ja eben gesagt, kannst du nach links unten gehen? Mach mal vor. Ich probier's mal. Schister geht, ja. Nein, das war's nicht. Ach. Du hast einen Zug verbraucht. Ja, stimmt, die Züge sieht man hier auf der rechten Seite. Ja. Es ist das Jahr 2023, da gibt es nicht mehr so viel Nunblock. Bei mir schon. Ja. Ich habe im Keller also noch irgendwo so eine Mac-Tastatur mit Nunblock. Vielleicht kann ich die bis zum nächsten Mal raussuchen. Ja. Die Frage ist doch aber jetzt, sollen wir an Land gehen, Eure Exzellenz, und die Schiffe zurücklassen? Ja, natürlich gehen wir an Land. Machen wir, oder? Ja. So, an Land gehen. Da sind wir. Okay. So, das ist der Soldat, der da aufblinkt. Also ich muss sagen, wenn kannst es jetzt ja nicht, nach ganz unten schicken. Wenn also, es nicht hier an der Seite stehen würde, wäre es für meine Sehfähigkeit schwer herauszufinden. Nee, ich erkenne den. Also als ob es gestern Gott, war. Oh Gott. 94, als ob es gestern war. Als ob es gestern war. Hallo Eisadler 9, grüß dich. Auch die Frage an dich natürlich. Hast du damals Colonization gespielt? Und ich sehe, Merakain hat wahrscheinlich auch Colonization gespielt, aber viel mehr Civilization. Was für ein Civilization? Civilization habe ich damals auch gespielt. Ich glaube, das Zweier habe ich ziemlich viel gespielt. Ja, das kam ja aber nach dem Colonization. Kam später raus. Ja, ich glaube 96 war das. 96? Ja. Okay. Das hat lange gebraucht, also bis da Neues kam. Ich weiß noch, da habe ich damals auch sehr drauf gewartet. Aber ich muss sagen, ich fand Colonization besser als Civilization. Aber das ist halt auch, wenn man sich die Testberichte von damals ansieht, ja. Die sind ja alle Richtung 90% und teilweise auch drüber. Das war gut bewertet, ja. Ich glaube, die internationalen Wertungen so wie alle deutlich drüber. Du hattest halt, ich sag mal, was so Grafik und so angeht, auch der Sprung von Civilization zu Colonization, der war halt schon groß. Das sah halt einfach viel, viel besser aus. Der war sogar extrem, weil vorher gab es halt nur diese CivNet-Varianten und Windows und da hat sich ja nie viel getan. Ja. Ich weiß gar nicht, von wann ist denn das erste Civilization gewesen? War es so Anfang der 90er? 91? 91 so um den Dreh. 91 würde ich jetzt sagen. Wir können es nochmal verifizieren. Ja, 91. Ja. Und ich sehe gerade Iron Chrissy, der hat auch nur Civilization gespielt, aber nicht hängen geblieben. Christian, wo bist du denn hängen geblieben? Und der Eisadler, der hat eher Sportmanager gespielt damals schon. Footballmanager, Footballer auf dem Bundesliga-Manager bestimmt auch. Bundesliga-Manager. Footballmanager habe ich auch gespielt auf dem C64. Ja. Ich habe auch, glaube ich, den Zweier damals mir gekauft. Das ist einer der wenigen Spiele, die ich kaufen konnte. So, wir haben auf der rechten Seite so eine kleine Übersicht. Da ist das Jahr, wir haben Frühjahr 1492, dann haben wir unser Gold, das sind so 1000 Goldstücke, Steuer aktuell keine. Ich habe noch einen Zug übrig. Die ganzen Züge, sind die immer für alle Figuren gemeint? Nein, für jede Einheit. Für jede Figur. Ja. Und der Ort ist die Koordinate? Die Steuern, die kommen ja nachher. Ja. Der König kommt irgendwann um die Ecke und will Geld haben. Der verflixte König, ey. Ja. Und das wird noch ganz schön fies, deswegen fängst du ja auch irgendwann an zu rebellieren. Oh, gespoilert. Ja. Was hat es mit dem Ort auf sich? Hast du das im Kopf? Das sind, glaube ich, nur Koordinaten. Okay. Auf der Karte. Ja, okay. Was soll man denn machen mit dem Soldat? Sollen wir ein bisschen runtergehen, exploren ein bisschen? Ja, ich würde jetzt einen runtergehen damit man so ein bisschen aufgefischt ist. Wirklich nur eine kleine Insel. Wir sind wirklich auf einer Insel. Oh nein. Okay, aber wir können hier schon was machen. Warte mal, ich lese mal ganz kurz, was da steht. Für alle, die schlechtere Augen haben als ich.
Unser Schiff, ein Handelsschiff, ist eine der wertvollsten Einheiten. Wir können es dazu verwenden, die unerforschten Weiten der neuen Welt zu erkunden, unsere Frachtgüter zum Verkauf nach Amsterdam zu schaffen oder neue Auswanderer aus Europa hierher zu bringen. Sie können das Schiff mit Hilfe der Pfeiltasten, ich finde es schön, dass es mich mit Sie anspricht. Sie können das Schiff mit Hilfe der Pfeiltasten bewegen oder es durch Drücken der Taste G zum Hafen Ihrer Wahl schicken. Okay. Das mit dem Siezen, das war damals durchaus normal bei Spielen. Ja. Das also ist eigentlich, irgendwann ist das mal aufgekommen, dass man die Gamer auch mal duzt. Ja, ich meine, hey, das Spiel darf mich schon siezen, aber dann bitte auch mit Eure Exzellenz. Also einfach ja, nur Sie. Das hat dir mehr gefallen, ich merke das schon. King Wolle. Hat mich schon ein bisschen mehr getriggert. Und ich sehe gerade, ja. Magic Stick 23 ist auch da. Hi, grüß dich. Iron Chrissy, der ist bei Nintendo hängen geblieben, denn der Christian, der hat es ja auch mal geschafft, ins Club Nintendo Magazin reinzukommen mit dem Leserbrief. Da war er irgendwie 10 Jahre und ich habe den mal gefunden in zum Archiv. auch gut. Gutes kompromittierendes Material. Was soll man denn machen mit unserem Schiff? Sollen wir uns die Inseln oder das Land noch ein bisschen anschauen? Ich würde tatsächlich, so habe ich es auch immer gemacht, das Meer da, also alles nochmal erkunden. Ja, okay, dann fahre ich mal so eins an der Küste entlang fahren. Ja, fahre ich mal darüber. Ah, guck mal, da ist noch ein bisschen was. Das müsste Zuckerrohr sein. Warte, ich gucke. Ja, sieht aus so. Zuckerrohr oder Bambus? Ah, guck mal. Ich weiß nicht, ob das auf den Karten draufsteht. Das steht tatsächlich nicht drauf, die Rohstoffe, wie die aussehen. Ja. Bestimmt aber, im Handbuch. Aber wir haben schon wieder eine kleine schöne Texttafel. Ja. Ich habe schon vorhin gesagt, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich überlege mir, ob ich eine Karriere als Märchenonkel anfangen soll, und ich übe hier schon mal. Unsere Pioniere sind in der neuen Welt angelangt. Exzellenz, jetzt gefällt mir es wieder. Sie sind bereit, einen guten Ort für unsere erste Kolonie zu suchen. Versuchen Sie, einen Platz zu finden, an dem es genug Nahrungsmittel und andere Ressourcen gibt. Außerdem sollte unsere erste Kolonie in der Nähe des Ozeans liegen, damit unsere Schiffe sie problemlos erreichen können. Unsere Pioniere sind im Moment mit 100 Werkzeugen ausgestattet, die sie zum Roden von Wäldern, Pflügen von Feldern und Straßenbau verwenden können. Wenn wir später mehr Pioniereinheiten erstellen wollen, brauchen wir entweder mehr Werkzeuge aus Europa oder wir lassen sie vor Ort durch unsere eigenen Schmiede herstellen. Das heißt, wir brauchen genug Werkzeuge. Wenn wir Werkzeuge haben, können wir daraus Pioniere machen. Okay. Genau. So war das in der neuen Welt damals. Hui. Jetzt müssen wir aber überlegen. Ja. Ja, wir sollten vielleicht erst noch mal ein bisschen erkunden. Ich würde gleich mit dem Soldaten auf dieses Denkmalsymbol da mal gehen. Ja, ich kann den einfach anklicken, oder? Wenn ich den auswähle? Wahrscheinlich ja. Okay. Ja, ich gehe mal auf das Denkmal. Zack. Ihre Expedition trifft auf merkwürdige Grabhügel. Lasst uns nach Schätzen suchen. Haltet euch davon fern. Ja, wir sind ja hier, um was zu finden, oder? Ja. Was kann passieren, wenn wir da nach Schätzen suchen? Da können wahrscheinlich Ureinwohner kommen und uns nicht so freundlich begrüßen. Da gibt es natürlich mehrere Varianten. Ich meine, da können natürlich aggressive Ureinwohner auf einmal auftauchen. Oder halt, wir finden einen tollen Schatz. Also der Schatz kann aber dann, ich glaube, Gold sein. Der kann aber auch eine Einheit sein. Okay, sollen wir es probieren? Ja. Also, lasst uns nach Schätzen suchen. Yippie. Im Innern finden Sie einen Schatz im Wert von 3200 Goldstücken. Sie werden eine Galeone brauchen, um diese Schätze nach Europa zu bringen. Geil. Oha. Oha. Ich würde tatsächlich unten den Weg machen mit dem Schiff, um zu gucken, ob wir vielleicht, ich bin mir nämlich jetzt nicht sicher, wo wir unsere Kolonie aufbauen sollten. Ich überlege. Der hat wahrscheinlich schon alle Züge gemacht. Okay. Naja. Wie kann ich denn überspringen mit Befehl? Wahrscheinlich mit F. Mit F? Ja. Mit das Befestigen. Gibt's denn da noch für. Ah, okay. Also F auf jeden Fall. Ah. Das ist ja auch, das kennt man aus Civilization.
Okay, jetzt hat mein Handelsschiff wieder 5 Züge. Dann fahre ich mal mit dem Handelsschiff hier ein bisschen runter. Ah, hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich wäre nach rechts gefahren. Glaubst du? Um zu gucken, ob das da unten wirklich Festland ist. Ah, weil das sind ja bisher alles so Inseln. Und damit wir nachher da gut rüberkommen, weil wir können ja hier nichts tun, außer wir bauen hier die Kolonie hin. Aber die würde ich am liebsten auf dem Festland haben. Ja, ja. Also dann schauen wir doch, ist so ein guter Plan. Ah, das ist echt nur so eine Inselgruppe. Ja, aber das rechts ist doch eine. Ja, warte, ich vergleich. Machen wir einen Zug nach rechts. Ah, ist auch eine Insel. Ah, aber jetzt kommt das was, oder? Das könnte was sein. Ah, okay. Okay. Das sind Gegner. Die Spanier. Ja, also ich würde mit dem Schiff nach oben fahren, unsere Einheiten holen und hier aufs Festland setzen. Machen wir. Das Spieltempo ist echt sehr gemütlich. Das ist das Richtige für mich. So richtig, so hektisch. Wir müssen uns beeilen, die Spanier sind schon da. Verflixten Spanier. So, jetzt kannst du die Einheiten anklicken und dann ins Schiff bringen lassen. Wir haben allerdings das größere Schiff als die Spanier. Es ist nämlich auch das Startschiff, ist meiner Meinung nach größer. Okay. Jetzt klicke ich den an. Okay. Weil wir haben eine Galeone, glaube ich. Nee, wir haben ein Handelsschiff. Und die haben eine Karavelle. Bist du fit? Die Karavelle hat einen kleineren Aktionsradius, weniger Stärke und weniger freie Plätze. Okay. Aber guck mal, was passiert. Hey, religiöse Unstimmigkeiten in Holland sorgen für verstärkte Emigration. Siedler, erfahrene Farmer sind jetzt in Amsterdam verfügbar. Oh, das ist richtig gut. Die können wir uns halt gegen Gold, glaube ich, kaufen. Exzellenz, in den Hafen. Nee, was ist denn das für ein Wort? Hafen? Hä? In den Hafen? In den Hafenanlagen. Ah, okay, zwischen N und L ist so ein Leer, ist so ein Space. Ja, ja. Ich dachte, was ist das für ein Wort? Hafen an? Exzellenz, in den Hafen an. Lagen von Amsterdam, Europa, warten erfahrene Farmer. Wenn wir unser Schiff dorthin schicken, werden sie gern an Bord gehen und zu nützlichen Mitgliedern unserer Gesellschaft werden. Machen wir gleich. Also ich meine, es gibt ein... Gesundheit. Dankeschön. Ich meine, es gibt kostenlose Einheiten. Das könnte die sein, die jetzt beschrieben wurde. Ja. Und es gibt Einheiten, die wir dann gegen Geld kaufen können. Das macht natürlich Sinn, wenn wir Soldaten brauchen oder so. Okay. Ja. Ich würde jetzt tatsächlich als allererstes unsere Pioniereinheit runterfahren. Und auch die Soldaten. Und also den ich Schatz, den holen wir dann danach ab und fahren nach Europa. Okay, machen wir. Also. Da wird jetzt keiner um die Ecke kommen und den Schatz klauen. Ja, sagst du. Hast du die Soldateneinheit auch schon drauf? Ja, der ist drin. Ich muss, glaube, warten, bis ein Jahr vorbei ist. Jetzt, ja. Okay. Der Soldat ist aber nicht mit drauf. Na gut, ist nicht schlimm. Der Soldat ist mit drauf. Ach so. Du musst, glaube ich, auf dem Schiff bleiben, weil wir... Ja, das ist nicht schlimm. Ich glaube, wir kommen auch erstmal ohne aus. Du hast recht, der Soldat hat ja noch den Schatz. Ich gehe mit dem jetzt auf jeden Fall mal an Land. Ah, ich bin am falschen Land. Das ist das falsche Land. Oh Gott. Ich habe es auch noch nicht so hundertprozentig raus mit der Steuerung, ehrlich gesagt. Das fängt an wie bei UFO. Warte mal, wo ist der Plasmawerfer? Wo ist der Plasmawerfer? Ja, ja, kriegen wir hin. Preis für Fälle ist gesunken auch noch. Und auch noch das. Okay. Vielleicht ist es nicht verkehrt, dass der Soldat noch beim Schatz ist. Der Spanier fährt da so komisch rum. Ah, der fährt aber nach Europa. Okay, du siehst, siehst du den grafischen Unterschied zwischen dem normalen Ozean und dem... Ja, 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 das ist hier der unerforschte Ozean, der ist so... Nee, den meinte ich nicht. Das hellblaue und das noch hellere bläuliche. Ja. Du bist ja jetzt auf dem Feld, da kann man nach Europa fahren und auf dem nicht. Ah, okay. Das sind die normalen. Warte, erkennst du das? Oben rechts auf dem Helm? Ja, ja, das erkenne ich. Diese genau, hier. Da schippert man nach Europa. Ah, okay. Genau. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Es geht's ja weiter, glaube ich. Ja, du bist irgendwie festgesetzt noch, ja. Ach, der ist noch... Wie löse ich denn das? Weißt du das? Befehl? Einfach anklicken oder Einheit aktivieren, genau. Okay. Und jetzt steht aber hier Spielzugende. Ja, okay. Ich habe das jetzt mal angeklickt.
Okay, jetzt kann ich fahren. Jetzt geht's aber. Okay, irgendwie. So, und das war jetzt das Land. Ja, da fahren wir jetzt hin. Weil ist nämlich dann Fischvorkommen, haben wir da schon mal. Ja. Okay, Preis für Baumwolle, in Ordnung. Das wird nachher relevant für uns, ja. Ich gehe an Land. Endlich. Heureka. Treffen mit den Ureinwohnern. Die sind uns wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen freundlich gesinnt, vermute ich. Ja, also ich habe auch sehr viele Partien gespielt, wo ich versucht habe, die zu integrieren, dass ich immer gut mit denen bin. Ja. Ich habe auch viel Handel mit denen betrieben. Du kannst ja auch so eine Handelskarawane, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es genau heißt, oder Handelswagen kannst du bauen und dann auch mit denen Handel betreiben. Da kann ich mich auch dran erinnern, dass man da nicht unbedingt Krieg führen muss. Lass uns doch mal versuchen, friedlich zu sein mit denen. Der Tupi-Stamm heißt euch willkommen. Wir sind eine ruhmreiche Nation von 13 Lagern. Um unsere Freundschaft zu besiegeln, bieten wir euch das Land, das ihr besetzt habt, als Geschenk an. Nehmt ihr unser Angebot an und wollt ihr mit uns in Frieden als unsere Brüder leben? Also ja, möchte ich auf jeden Fall. Das machen wir. Ah, Mist, einmal falsch geklickt. Zack. Die Tupi begrüßen den Frieden mit unseren Brüdern, den Holl. Ah ja, man hat hier kurze Namen in dem Land. Nur vier Buchstaben gibt es als Name. Wir sind die Holl. Lasst uns eine Friedenspfeife rauchen, um unsere ewige Freundschaft zu besiegeln. Zum Glück gibt es hier keine Klischees in dem Spiel. Okay. Wir hoffen, dass ihr bald die Dörfer der Tupi besucht, unser Wissen mit uns teilen und unsere Wagenzüge schicken. Das verstehe ich nicht. Genau, wir Wagenzüge hoffen, heißt es. Wir hoffen, dass ihr bald die Dörfer der Tupi besuchen, unser Wissen mit uns teilen und eure Wagenzüge schicken werdet, um mit uns Handel zu treiben. Machen wir natürlich, mein Freund. Ja. Okay. Soll ich mit dem Schiff jetzt, Björn, nach Europa oder erstmal unseren Soldaten und unseren Schatz? Du holst jetzt erstmal den Schatz am besten ab. Mein Schatz. Dann schicken wir den gleich los. Dann würde ich den Soldaten auch da unten hinstellen. Ja. Eine Sekunde, Computer rechnet. Oh, Preis für Erz. So. Okay, und jetzt klicke ich mal. Man könnte sich natürlich Züge sparen, wenn man Numblock hätte. Nachdem Iron Chrissy und ich geschafft haben, Indiana Jones 3 so durchzuspielen, dass man gar keine körperliche Auseinandersetzung durchführen mussten, weil wir auch nicht gewinnen konnten ohne Numblock, bin ich da mega entspannt. Als nächstes spielen wir Railroad Tycoon. Railroad Tycoon. Dann wird's interessant. Ja. So, ich bin jetzt aber hier. Soll ich noch ein bisschen mit dem erstmal rumlaufen, mit meinem Siedler? Ja, da ist ja unten links ein Dorf. Ich glaube, da können wir rein. Ist das ein Dorf? Oh ja, ist okay. Ja. Wie gesagt, mit Numblock wäre es jetzt schon drin, aber. Ach ja. Numblock. Okay. Wieso sind die Einheiten eigentlich immer festgesetzt? Machst du das? Vielleicht habe ich da zu viel drauf gedrückt. Ja. Ah, okay. Ey, ich habe jetzt einen Hotkey gelernt, Björn. Ich bin der Hotkey-Master jetzt gerade. Hey. Ja, ich glaube, die Civilization-Leute, die wissen genau, was F bedeutet. Fail. F und B und was alles gibt. Die richtigen Cracks, die wissen das. Ich hab das nicht funktioniert mal in ich glaube, das funktioniert sogar heute noch. Ey, ich habe nicht mal einen Numblock. Ich bin kein Crack. Durch den Überfluss an Erz bietet sich dieses Gebiet für die Gründung unserer ersten Kolonie an. Möchten Sie eine Kolonie gründen, Sir? Dann drücken Sie die Taste B. Möchten wir hier, aber hier ist gleich ein Dorf nebendran. Ja, würde ich trotzdem machen. Drücke ich direkt B, oder? Ja. Ah, come on. Wir haben Fisch hier und... New Amsterdam, bam. Ah, ist das schön, hey. Es war früher auch schon wichtig, dass Männer immer oben ohne Bäume fahren. Ja, wir haben noch keine Textilien hier großartig. Och Gott, sind das viele Knöpfe. Uiuiuiui. Ach, das ist harmlos. Auf dem Kolonisationsbildschirm können Sie bestimmen, Eure Exzellenz, also ich korrigiere gleich den Text, wenn was fehlt, was die Siedler in dieser Kolonie tun sollen. Unser Kolonist produziert im Moment Erz.
Er könnte beispielsweise Zucker produzieren. Um seinen Beruf zu ändern, wählen Sie ihn, Exzellenz, worauf das Jobmenü erscheint, und bestimmen Sie, Eure Exzellenz, was er in Zukunft tun soll. Sie können ihn auch auf ein anderes Kartenquadrat oder in eines der Koloniegebäude ziehen. Soll ein Kolonist die Siedlung verlassen, Eure Exzellenz, ziehen Sie ihn zum Zaun, unweit des Wassers auf der Kolonieabbildung. Hui. Ja, also es ist so, weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, aber ich schon. Boah. Wenn du einen unerfahrenen Mitarbeiter... Also vor allem mich. Ich bin unerfahrener Mitarbeiter hier. Ja, genau. Wenn du den auf so ein Erzfeld setzt, dann macht der da natürlich weniger als ein erfahrener Erzbergarbeiter. Ja. Der kann dann einfach mehr Einheiten auf diesem Feld ernten. Ja. Genau. Und daher ist auch wichtig, wir hatten ja eben mal das Thema erfahrener Farmer. Ein erfahrener Farmer kann eben mehr auf diesem Feld ernten. Und deswegen versucht man natürlich auch immer mehr diese erfahrenen Leute zu bekommen. Okay, das ist, die bekommen wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit Erfahrung, leveln sich da wahrscheinlich ein bisschen hoch? Ja, ich glaube, aber da nur, wenn du dein Schulsystem entsprechend aufbaust. Huiuiui. Ja, du hast ja links diese ganzen Symbole, das ist ja praktisch die Kolonie, siehst du dann dort. Das hier, oder? Diese kleine Map, genau. Ist die Kolonie. Ja. Außerhalb der Kolonie, genau. Ich gehe mal mit der Maus ein bisschen drauf. Haus des Rumbrenners, finde ich sehr wichtig. Haus des Schmieds, Bäume. Haus des Tabakhändlers, Zimmerei, Haus des Gerbers, Rathaus, Haus des Webers. Sonst haben wir hier noch ein paar Bäume und eben diesen Zaun, wo wir die Kolonie verlassen. Ja, ich glaube, bei den Bäumen, das wird nachher ersetzt durch Gebäude, die wir bauen. Okay, das heißt, das ist ein Platzhalter. Genau. Dann siehst du natürlich die Nahrung und den Überschuss. Den brauchst du natürlich, wenn du jetzt weitere Kolonisten da reinsetzen möchtest. Ja. Irgendwann hast du keinen Überschuss. Der Überschuss, der wird übrigens jede Runde jetzt. Ich glaube, wir haben, wenn ich das richtig erkenne, ja. Da wo du jetzt gerade drauf bist auf dem Feld, links sind zwei, die wir verbrauchen und zwei, die wir Überschuss haben. Hier, also so richtig gut erkennen kann man das, glaube ich, hier nicht. Du meinst die Grafik hier oben, oder? Ja, die Grafik. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ja. Oder ob rechts das einfach der Überschuss ist. Okay, was ist denn da noch? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Hier ist noch ein Kreuz. Aber das werden wir gleich sehen. Okay, hier ist noch ein Grabstein. Genau, da haben wir einmal ein Kreuz für die Religion und dann ja, diese Rathausglocke da. Okay. Da kommen wir aber mit Sicherheit später nochmal. Keine Schiffe im Hafen. Genau, diese ganzen Gebäude, also es gibt natürlich auch Gebäude, die eine Verbesserung auch kriegen. Jetzt gucke ich mal gerade, weil mit der Grafik, man konnte auf jeden Fall erkennen, wenn Überschuss da ist, Produktionsansicht. Was passiert, wenn ich so ein Gebäude anklicke? Ah, das bedeutet, da kann dann der... Ah ja, du nimmst gerade den Erzarbeiter, den wir da hatten, weg und setzt den darauf, dann produziert der dieses Gut. Also man könnte natürlich hingehen und sagen, wir haben jetzt die Erze und dann machst du das ein paar Runden und stellst danach den Mitarbeiter auf die Schmiede. Okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die Erze war. Verarbeitet der die Erze. Okay, warte mal, ich bin jetzt beim Gerber, ich habe das Rathaus, ich habe den Weber, ich habe den Schmied, den Rumbrenner, Bäume, Tabakhändler, Zimmerei. Wo waren denn jetzt die Erze? Die Erze waren auf der Karte. Ach, die waren hier, gell? Unten rechts auf der Karte, in dem Sumpfgebiet oder so. Sumpfland, Hauptfluss. Oder waren die... Nee, ich glaube, die waren hier. Nahrung. Oder musst du ihn anklicken? Oder kann man da rechte Maustaste machen und dem sagen, was er machen soll? Kann man. Beruf wählen für freie Siedler. Farmer? Genau. Weil das ist nämlich ein freier Siedler und der hat keinen Beruf. Okay. Erzbergarbeiter. Er kann vier Erze, genau. Ich glaube, man kann ja auch Kriminelle aus dem alten Europa holen. Die sind aber nicht so effizient. Hey, aber guck mal, ganz Australien funktioniert so, dass man da Kriminelle aus dem alten Europa geholt hat. Ja, ne, also so funktioniert das. Und du kannst natürlich auch hingehen und sagen, ich hole jetzt erstmal Erze und dann verarbeite ich die ein paar Runden später. Ja. Wenn es nicht anders geht. Was bedeutet denn der Screen hier rechts unten? Ne? Ich glaube, das ist tatsächlich der Überschuss. Das ist der Überschuss. Und links ist der Bedarf oder der genau, links ist der Bedarf, rechts ist der Überschuss. Okay. Ich denke, dass das so ist. Dann haben wir hier noch... Den Überschuss können wir natürlich dann verkaufen. Okay, cool. Dann haben wir hier noch verschiedene Symbole. Hier ist das
des Buttons, wo ich anklicken kann. Ja, Vorhandene Einheiten. Hier unten ist Hafenanlagen. Hier oben, da steht... Ich glaube, das ist das, was er jetzt baut. Okay. Aber okay. Wir haben ja keinen Zimmerer. Wir müssen ja dafür einen Zimmerer haben. Nee. So. Aber das kommt ja nachher. Dann würde ich mal rausgehen. Wenn wir mal nach Europa schippern und bringen den Schatz, ja, dem König, dann können wir mit Sicherheit ein paar Einheiten mitnehmen. Ein oder zwei. Soll ich denn Soldaten? Das ist nämlich der Vorteil, das wirst du auch noch merken. Was denn? Unseres größeres Schiff, wir haben ja das größere Schiff mit den 4 Plätzen. Und der Spanier hat ja nur ein Schiff mit 2 Plätzen. Und das ist dann ja erheblich. Wenn der 4 Einheiten aus Europa holen will, muss der 2-mal fahren. Ja, ich kann den Schatz jetzt aber nicht einladen in mein Schiff. Also hier aber ist mein... er hat doch gesagt, das soll... Hier ist der Schatz. Der hat auch noch einen Zug übrig. Ich kann damit aber nicht nach rechts fahren. Hat das Schiff noch einen Zug übrig? Ach, der Soldat ist da drin, ne? Ja. Vielleicht geht das nicht, weil dann der Schatz zu viele Plätze braucht. Okay. Wie weißt du automatisch, wie ich die nächste Runde starte? Nächste Einheit warten? Ist normalerweise war das nicht Leertaste? Keine Befehle, Leertaste. Ja. Auch Civilization-mäßig. Okay. Okay, hui. Der Kontinentalkongress wird in der nächsten Sitzung ausgeweitet. Eure Exzellenz, welchen Gründervater wollen wir als nächstes Mitglied bestimmen? Peter Minuit, Handelsberater. Henry Hudson, Erkundungsberater. Hernando Cortés, Militärberater. Benjamin Franklin, Politikberater. Oder Juan de Sepúlveda, Religionsberater. Ich habe immer den Peter genommen. Peter, Handelsberater. Passt. Ja. Okay, dann fahre ich mit dem Schiff jetzt. Versuch mal den. Bring den Soldaten nach unten und dann kommen wir nochmal hoch und holen den Schatz. Ja, komm. Wenn das dann. Vielleicht funktioniert es ja dann. Oh, da kommen die Ureinwohner. Der Preis für Rum in Amsterdam ist gestiegen, voll gut. Ja, und der Preis für Stoffe ist gefallen. Chrissy hat noch was zu dem Sound geschrieben. Sound ist lustig. Ja, ich finde den Sound auch cool. So ein bisschen Western-mäßig, ja, Country-mäßig. Der hat aber sehr gut gepasst zu dem Spiel. Ja. So, ich fahre mit dem Schiff jetzt nochmal hoch. Bei der GOG-Version ist auch der Soundtrack dabei. Ich habe mir den auch mal runtergeladen, mal reingehört. Das ist das ganze Soundtrack-Album dabei. Ja. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob es das damals separat zu kaufen gab? Wüsste ich nicht. Hätte ich ja wahrscheinlich dann. Ja, wahrscheinlich schon. Oh, unser Stamm, der Tuppi, freut sich über die Fortschritte seiner Nachbarn in New Amsterdam. Wir sind gekommen, um euch 13 Zucker als Pfand für den ewigen Frieden zwischen unseren Völkern anzubieten. Ja, dankeschön. Ja, wie du sagst, ne? Noch sind sie ganz freundlich. Ja, ja. Da ist jetzt der Preis für Rum ist gefallen. Da ist jetzt ein Ausrufezeichen. Oh, der Preis ist jetzt ein Ausrufezeichen. Ja, da müssten wir vielleicht mal reingehen. Kann auch sein, dass das von denen ein Dorf ist und die finden das nicht so cool, dass wir da jetzt nebengebaut haben, aber ja. Da müssen sie jetzt damit leben. Du bist in der friedlich. Wir sind die friedliche Kolonie aus der Nachbarschaft. Soll ich mal runtergehen mit meinem Soldat? Mal ja, Rosa? Dann. Betreten eines Ureinwohnerdorfs. Es ist tatsächlich ein Indianerdorf, ja. Ja. Ihre Expedition hat ein Lager der Tupi erreicht. Die Einwohner arbeiten friedlich, ja. Angreifen ja. Soll. Also das Ausrufezeichen abbrechen. Ist, also ich wusste jetzt nicht mehr, wie die Dörfer aussehen. Ja. Klar, wir machen Handlung abbrechen. Ja, klar. Es ist jetzt nicht unbedingt die geilste Variante, neben denen zu bauen. Weil das finden die auch nicht so dolle. Ja. Aber naja, mal schauen. Du, es ist, so, ich probiere jetzt. Ich laufe mal mit dem Soldaten noch ein bisschen. Oh, warte mal, nein, ich möchte nicht angreifen. Falsch geklickt. Nächstes Mal bei Numblock. Ich kann dieses Teil nicht einladen. Das geht nicht? Hä? Nee. Ich krieg dieses Ding hier nicht rein. Aber er hat doch gesagt, holen Sie ein Schiff und fahren Sie darüber. Ja. Was ist denn da los? Ich guck mal, ob ich irgendwo was finde. Ja, ich würde mit dem Schiff sonst mal nach Europa fahren, oder? Ja, das kannst du machen. Da steht der Schatz nur alleine darum. Kannst du den mit der rechten Maustaste anklicken? Ich weiß, du hast keine Maus.
Björn, ich finde es cool, wie gut du mich schon kennst. Also, der Preis für Mäntel ist übrigens gefallen. Also rechte Maustaste, passiert hier gar nichts. Gar nichts. Ich kann das Ding anklicken. Kannst du Befehle aktivieren, Einheit auflösen. Aber was passiert dann, wenn wir die Einheit auflösen? Lass uns doch mal ausprobieren, okay? Schatz wirklich auflösen? Das hört sich fies an. Nee, möchte nicht. Ansicht. Man kann auch zoomen. Aber hier geht sonst nichts mit dem Befehl. Ich guck mal, ob ich irgendwo was finden kann. Dann düse ich mal nach Europa hoch. Ja. Wir sind jetzt auf hoher See, eure Exzellenz. Sollen wir nach Europa segeln? Jawohl, mit vollen Segeln. Hossa. Und mit dem Soldaten würde ich hier mal noch ein paar Schritte gehen, damit das Land noch ein bisschen ankommt. Ja, ein bisschen erkunden. Ja. Haben wir da eben irgendwas überlesen? Ich weiß es nicht. Wobei, wenn ich überlesen habe, dann es ist klar, dass ich es nicht weiß. Yeah, guck mal. Ich bin, oh Gott, Wall of Text schon wieder. Der Europa-Statusbildschirm zeigt Ihren Heimathafen in Amsterdam, Holland. Wenn neue Auswanderer am Hafen ankommen, stellen Sie sich auf, um auf die Überfahrt in die neue Welt zu warten. Sie können neue Immigranten rekrutieren, indem Sie die Knöpfe rekrutieren oder ausbilden drücken. Kommen Schiffe im Hafen an, kann deren Fracht verkauft werden, indem die Waren aus dem Frachtraum in die blauen Lagerhäuser am unteren Bildschirmrand gezogen werden. Möchten Sie Fracht kaufen, ziehen Sie aus genannten Lagerhäusern in die Frachträume Ihres Schiffes. Die erste Zahl im Lagerhauskästchen zeigt den gebotenen Preis, der in diesem Hafen für diese Art von Fracht gezahlt wird. Die zweite Zahl steht für den geforderten Preis, falls Sie die Ware ankaufen möchten. Wollen Sie ein Schiff in die neue Welt zurückschicken, dann klicken Sie es an und ziehen Sie es in das Kästchen Ziel Neuholland. Okay, wow. War das jetzt schon alles im Text? Also ist ein bisschen schwach. Ein bisschen schwach, ja, das genau. Das ist ein bisschen schwach. Ich guck mal auf Rekrutieren, oder? Die folgende Personen begleiten uns in die neue Welt, wenn wir ihnen die Überfahrt bezahlen. 140 Goldstücke. Wen sollen wir mitnehmen? Meisterschreiner, freie Siedler, kampferprobte Speer. Also freie Siedler kannst du ja immer gebrauchen, weil wir die überall einsetzen können erstmal. Ich guck mal, was es sonst noch gibt. Haben wir noch Platz im Schiff? Wo steht denn, wie viel das wir jetzt schon eingeladen haben? Du hast 4 Einheiten und also 4 Frachteinheiten. Ja. Und auf dem Steg stehen die. Die musst du rüberziehen. Ah. Nee, kann ich nicht. Ne? Oder draufklicken? Ich kann Missionar berufen. Ne, warte mal, keine Veränderung. Ich kann hier rekrutieren und kann doch mal auswählen. Ah, ich habe jetzt andere. Meisterschreiner, verdingte Knechte, der kampferprobte Speer. Ja, an der Position, wo du eben einen weggenommen hast, da ist jetzt ein neuer hingekommen. Okay. Ja. Ist auch normal. Ausbilden kannst du auch und kaufen auch. Okay, ich guck mal Ausbilden an. Genau, ich kann erfahrene Erzbergarbeiter, erfahrene Holzfäller oder Meisterwaffenschmiede. Ja, du kannst natürlich dann, theoretisch könnte man den Erzbergarbeiter holen und den da reinsetzen. Wir dürfen natürlich, müssen jetzt aufpassen, auch wegen der Nahrung. Ja. Haben wir den Farmer eigentlich gesehen? Nee. Stand da irgendwas von wegen, dass der, der steht schon da, der Farmer. Ja, Der blaue Tuppes. Der hier? Genau. Ja, genau. Ja. Ach, wenn die S haben, steigen die automatisch ein. Okay, und was ist mit dem hier? Der hat auch ein S dran. Das ist ein normaler Siedler. Die steigen automatisch ein. Das ist aber der freie Siedler, den du geholt hast. Okay, das heißt, ich habe zwei Leute. Könntest du zum Beispiel jetzt auch mit Waffen ausstatten, dann wird das ein Soldat. Okay. Ja. Aber ich würde sagen, wir nehmen die zwei erstmal und schippern los. Das heißt, ich kann jetzt direkt schon losfahren, oder? Die zwei? Ich meine, ja. Probieren wir es mal aus. Ja,
Genau, die sind an Bord. Sollen wir die Segel Richtung Neue Welt setzen? Jawohl, setzt alle Segel. Okay, ich guck mal mit meinem Soldat noch ein bisschen weiter, was es hier so gibt. Spione berichten, Tipi-Plünderungstrupp richtet Verwüstung in spanischer Kolonie Isabella an. Tja, sorry für euch Spanier. Da, 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 da. Oh, guck mal, hier ist ein, ich habe schon wieder einen Schatz entdeckt. Ja. Oh, aber der Herr Tippi, der ist da glaube ich nicht so erfreut, wenn ich den plündere. Ah, du bist ja bewaffnet, kann nichts passieren. Stimmt. Ah, guck mal. Ich fahre mal direkt runter mit meinen Leuten jetzt. Ja, und dann fahren wir nochmal hoch und probieren den Schatz einzuladen. Soll ich den Schatz mal plündern hier? Ja. Der Stamm der Tippi freut sich über die Fortschritte seiner Nachbarn in New Amsterdam. Wir sind gekommen, um euch 11 Fälle als Pfand für den ewigen Frieden zwischen unseren Völkern anzubieten. Vielen Dank. Das wird öfter passieren. Finde ich super. Spanische Truppen brennen ein Lager der Tippi nieder. Die Eingeborenen fliehen. Die Spanier sind etwas anders drauf als wir. Ja, hast gehört, Iron Chrissy? Die Spanier... Das ist ja unser Quotenspanier, den wir hier haben. Sie finden nichts als Gerüchte. Wow. So. So, ich gern land mit meinen Leuten. Yippie, yippie, yeah. Dieser Siedler hat keine besondere Berufserfahrung. Wenn wir ihn in ein uns freundlich gesinntes Indianerdorf schicken, bringen ihm die Ureinwohner vielleicht eine neue Fähigkeit bei. Ah, das können wir gut machen, ja, weil das ist direkt nebenan. Das wäre dann aber nicht der hier, oder? Das ist nein, nicht der blaue, sondern der jetzt gerade blinkt. Der muss ins Dorf. Der muss ins Dorf, direkt neben unserer Kolonie. Ja. Im Schiff fahre ich nochmal hoch, oder? Ja, genau. Vielleicht mal an die Unterseite des Schatzes. Vielleicht kriegen wir es dann hin. Irgendwie seltsam. Nein, vielleicht braucht man dafür auch einen Hafen, aber da haben wir ja keinen. Boah. Ja. Spione berichten. Tuppi-Plünderungstrupp richtet Verwüstungen in spanischer Kolonie Isabella an. Ich würde aus dem Bauch sagen, die Spanier haben es nicht anders verdient. Ja. So, ich fahre mit dem Boot hoch. Da, 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 da. Also man muss auch sagen, das kann echt anstrengend werden, wenn du da andauernd von den Indianern angegriffen wirst. Ja, glaube ich. Das ist in dem Spiel schon so, deswegen ich habe auch immer versucht, friedlich zu spielen. So, ich habe jetzt den Farmer. Der Farmer geht in meine Kolonie, richtig? Ja. Okay, und der Siedler... Den ziehen wir einfach weiter, ja. Ja. Das Dorf ist links. Ja, die Tuppi freuen sich über den Wohlstand ihrer Nachbarn, der Holl. Wir sind jedoch besorgt, dass eure Kolonien anfangen, das Land in der Nähe unserer Siedlung zu stark zu nutzen. Ach was. Leute. Ja, also das wird schon Stress verursachen, aber ich glaube, man kann sie auch beruhigen. Mit Geschenken besänftigen. Das probieren wir doch. So, jetzt bin ich hier. Da passiert gar nichts, Björn. Ich kann das Ding nicht einladen. Ich befürchte, dass man dafür einen Hafen braucht. Gott, lohnt es sich da einen Hafen hinzubauen? Nee, da nicht. Nein, nein. Wir kriegen das ja nicht mal in Neu-Amsterdam hin. Ja. In New Amsterdam sind neue Siedler angekommen. Eure Exzellenz, das gefällt mir wieder. Gnädige Dame. Sie machen sie zu Bürgern von New Amsterdam, indem sie zunächst in die Kolonie an... Ja, warte mal, hä? Sie machen sie zu Bürgern von New Amsterdam, indem sie zunächst die Kolonie anklicken und die Kolonisten dann vom Zaun aus zu einem Feld oder Gebäude ziehen. Okay, so macht es dann doch Sinn. das ist der Siedler, right? Ja. Genau, die Kolonie anklicken. Da ist er. Was machen wir mit dem? Das ist ja ein Farmer, den würde ich jetzt auf irgendein Feld setzen. Genau, da irgendwo. Hier zum Beispiel. Ich muss den erst reinziehen, glaube ich, gell? Ich glaube, ja. Und jetzt ist er hier. Ich setze den irgendwo rein. Okay, hier. Und jetzt kann ich den, glaube ich, hier drauf, oder? Nee. Genau, auf irgendein Feld.
Also ich glaube, in die Stadtmitte geht nicht. Du musst es von einem von den Feldern drumherum machen. Hier, oder? Dachte ich in die... Ey, da geht's aber nicht, oder? Ich kapier's auch nicht. Ihr seid in Tupiland eingedrungen. Oh Gott, ja, ich will doch gar nicht in euer Land. Gut, wir werden eure Wünsche... Wir bezahlen dem was dafür. Ja. Na gut. Okay. Ah, okay. Okay. Jetzt verstehe ich es auch. In der Mitte ist unsere Kolonie. Das, ja. Okay. Also klar, wenn man es weiß, Björn. Also ich weiß es tatsächlich noch. Und da hatte ich auch eben recht, links ist jetzt der Überschuss zu sehen. Also die ersten vier von diesen Mais-Dingern da. Ja. Das ist der Überschuss und die anderen vier ist der Verbrauch. Siehst du das an dieser ganz kleinen Lücke? Ja, genau, diese ganz kleine Lücke ist das. Da war eben auch, und das, ich war mir aber nicht ganz sicher, aber die anderen Rohstoffe, die werden halt rechts nochmal aufgezeigt. Okay, also wenn man es weiß, dann sieht man es. Ja, richtig, genau. Und wir sehen jetzt auch unten unsere Lagerbestände. Das aber können wir nachher alles ins Schiff reinlegen und fahren nach Europa, verkaufen das. Ja, das machen wir, ja. Sollen wir das direkt mal machen, dass wir da mal schon ein bisschen einladen? Ja, das können wir direkt machen. Dann würde ich dann, wenn es geht, auch mit dem... Kommen ja jetzt langsam in die Optimierung. Wir haben ja jetzt einen Nahrungsüberschuss von 4. Ja. Das heißt, wir werden mindestens 2 neue Siedler da reinsetzen können. Ja. Und die können wir ja schon spezialisieren. Wir brauchen ja auch Holz. Wir müssen gucken, dass wir Holz kriegen. Dann brauchen wir noch einen Holzfäller. Ja. Ja, genau. Brauchen wir einen Holzfäller und einen, der da, einen Schreiner, der es verarbeiten kann. Ja. Ach, guck mal, wir haben kampferprobte Speer jetzt in New Amsterdam. Also, ich fahre mit ihm nochmal runter mit meinem kleinen Boot. Du, wo fährst du denn hin? Ich wollte zu New Amsterdam. Ja, da bist du aber vorbeigefahren. Oh. Du hast dich an der Schrift orientiert. Du musst da oben bei dem Fisch ran. Ja. Die Schrift ist so lang. Ja, es bewegt sich gerade zu viel. Es bewegt sich zu viel. Also, der Stamm der Tupi jedenfalls freut sich schon wieder und gibt uns 11 Felle. Vielen Dank. Ja. So, was darf ich jetzt bewegen? Du musst jetzt einen nach links, zwei nach oben und noch einen nach links. Ja. Das erkennt man auch nicht so gut, weil die Schrift ist ja nicht jetzt bin ich da, zentriert, oder? Ne? Jetzt bin ich am Hafen, oder? Nein, ich glaube, das ist ein Feld daneben. Mein geschultes Auge sagt, das ist so. Genau, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir können von hier aus verladen. Ich habe kein Schiff im Hafen. Können wir nämlich nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Du musst rausfinden, wie wir nach links unten gehen. Wie links unten? Wo muss ich denn hier? Nein, einen daneben. Auf unsere Kolonie. Kannst du vielleicht auch mit der rechten Maustaste drauf. Du meinst, das ist die Kolonie doch, oder? Ja, da müssen wir rein. Da müssen wir irgendwie reinziehen. Das geht, glaube ich, auch mit der Maus. Ah ja, mit der Maus geht's. Ja. Okay. Endlich Text. Endlich mal ein bisschen Text als Belohnung. Voll gut. Unser Schiff ist in New Amsterdam angekommen, Eure Exzellenz, und erwartet die Beladung mit Frachtgütern. Die blauen Kästen, bla 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 bla. Okay. Beim nächsten Spielzug können Sie es dann nach Europa schicken, indem Sie G drücken. So, was packen wir denn rein? Was haben wir denn alles? Felle, oder? Wir könnten die Felle reinsetzen, Zuckerrohr und eigentlich alles außer unsere Werkzeuge. Erze? Die brauchen wir ja noch. Ja, genau. Die kannst du auch reintun. Aber bis wir wiederkommen, ist eh alles. Ja, und da zeigt sich eben auch nochmal der Vorteil, der Startvorteil der Holländer, weil wir eben 4 Waren schicken können. Die anderen nicht haben nur 1, oder? Ja, die anderen haben halt nur eine Karavelle, die können nur 2 schicken. So. Endlich. Ja. Ihr seid ungeschickt, junger Mann, und habt seltsame Ansichten. Wenn ihr es jedoch wünscht, werden wir Tupi euch zeigen, wie ihr Meister Zuckerrohrpflanzer werdet. Bitteschön. Glückwunsch, junger Mann. Ihr habt die Methoden der Tupi. Oh, es geht ja mega schnell. Und seid es ein Meister Zuckerpflanzer. Er hat ein Jahr Zeit gehabt. Stimmt. Ihr müsst jetzt auch in der Stadt schon in der Kolonie sein. Ja, die Musik ist so beruhigend. So, ich kann jetzt mit dem Schiff auf G drücken, oder? Ja, Wolfgang hört die ganze Nacht den Soundtrack.
Ich bin sehr empfänglich für so Soundtracks. Wir haben ja mal vor einiger Zeit Grim Fandango gespielt und der Soundtrack von Grim Fandango ist ein verdammtes Meisterwerk. Da gibt es so eine, für den Remake, das gemacht wurde, den Remaster, da gibt es ja die Version, wo die nochmal richtig vom Orchester eingespielt wurde und die habe ich schon sehr viel gehört. Und ich höre meine Musik so bei Spotify und ich habe das immer wieder, wenn ich in so einen Spotify-Mix höre mit so meinen Lieblingssongs oder Songs, die mir gefallen können, da ist immer wieder mal was von Grim Fandango dabei. Also, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört euch das gerne mal an. Das ist ein richtig toller Soundtrack, der macht echt gute Laune. Ich habe einen neuen Schatz gefunden. So, jetzt kann ich mit dem doch in mein Dorf gehen. Genau. Hier ist er. Da steht er. Aber ich muss den erst ins Ding reinziehen. Ja, das kann sein, ja. Und jetzt, oh. Und jetzt kann ich den nehmen und kann ihn doch hier hinziehen. Ja. Kann ich abkaufen, oder? Ja, kauf mal wieder ab, damit wir keinen Stress kriegen. Na gut. Meister Zuckerrohrpflanze, voll gut. Ich mag die Musik. Ist schön. Das ist einer meiner Lieblingssongs aus dem Spiel. Ach, da ist es wieder, genau. Nächste Runde gehört zu uns. So. Ich suche nach Schätzen. Kalt und leer. Naja. Da werden wir noch was finden. Der Frachtgut aus der neuen Welt ist hier. Ja, voll gut. Und jetzt ziehe ich das einfach nach unten zum Verkaufen, oder? Ich meine ja. Ja, da kommt auch oben eine Aufstellung. 180, so viel war das gar nicht. Ah ne, es war für alles dann. Das war nur für der Zucker. Das ist nur der Zucker. Nur für Zuckerrohr, ja. Da war jetzt jede Auflistung einzeln. Die Preise gehen natürlich auch nach unten, wenn wir zu viel liefern. Ja. Ja. Einer stand schon da. Da müssten wir mal gucken, was das für einer ist. Das ist der hier, oder? Ach, das ist der Speer mit Kampferfahrung. Ja. Sollen wir sonst noch jemanden mitnehmen? Ja, müssen wir mal rekrutieren oder kaufen, je nachdem. Ja. Meisterschreiner, verdingte Knechte. Was machen die Knechte denn? Ich glaube, die sind aber auch schwächer als die freien Siedler. Sollen wir mal in die Hilfe reinschauen sonst, oder? Ja, ich kann ja mal nachschauen, ob ich irgendwo was finde. Meisterschreiner. Wo seid ihr Knechte? Meisterschreiner, wo seid ihr Knechte? Schauen wir mal, was es bei Kaufen hier noch gibt. Okay, kaufen können wir vor allem Gegenstände kaufen. Also in den Übersichtstafeln steht dazu nichts, da stehen halt die Berufe drin. Müssten wir mal hier nachschauen. Ich meine, ich hätte eben Kapitel gesehen über die Knechte und die Strafgefangenen da. Ja. Roden und Straßen bauen können wir auch. Ja. So. Ja, also schau mal, vielleicht gibt es mittlerweile noch was anderes, aber nee, Meisterschreiner, verdingte Knechte, gestählte Pioniere. Keine normalen Pioniere, bei uns gibt es gestählte Pioniere. Genau. Der Schreiner wäre natürlich nicht so verkehrt. Also, dann holen wir uns den doch, oder? Meisterschreiner? Ja, weil wir wollten ja eh irgendwas mit Holz machen. Ja. Irgendwas mit Holz, das klingt doch nach so einer guten Idee für so eine Influencer-Karriere. Und Knechte. Kleinkriminelle und Knechte. Ja, genau. Ich lese mal kurz durch, weil das ist auch wieder so lang. Also, die Kriminellen können nur ein Manufaktur
Produkt herstellen pro Runde. Ja. Die Knechte 2. Und wir wissen ja, dass ja andere Berufe deutlich mehr können. Die können dann, glaube ich, 3 oder 4. Okay, ja. Das heißt... Also das sind so Nothilfsarbeiter, die man wahrscheinlich aus der Not heraus dann sich nehmen sollte. Knechte. Wenn man nichts anderes findet. Ja. Okay, Speer brauchen wir gerade wahrscheinlich noch, sonst noch keine. Pioniere. Sollen wir dann mit den beiden mal zurücksegeln? Ah, ich würde jetzt noch mal gucken. Oder Werkzeuge. Kannst du noch mal auf Ausbilden gehen? Ja, logisch. Was haben wir denn da noch? Erfahrene. Den Holzfäller, der wäre ganz attraktiv. Ja. Und wir müssten noch mal irgendwie, hatten wir irgendwas, hier den Fischer, wir haben kein Geld mehr. Jetzt haben wir keine Kohle mehr. Nee. Dann würde ich sagen. Ja, dann lass uns mal dahin fahren. Im Notfall muss halt irgendeiner Nahrungsmittel produzieren. Ja. Okay, ich schau mal, was wir mit unserem erfahrenen Soldaten hier noch finden. Das ist die totale Entschleunigung, das Spiel. Das ist die totale Entschleunigung. Da, 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 da. Der Preis für Fälle ist gestiegen. Und wir sind schon wieder hier, voll gut. Ja, wir haben Glück, dass es, ich sage, es kann auch Partien geben, wo du deutlich weiterfahren musst und da verlierst du halt 2 oder 3 Züge jedes Mal, wenn du nach Europa willst. Ja. Also deutlich mehr als vielleicht andere Staatssektoren. Ja. So. Da, 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 da. Ah, der Berg könnte uns vielleicht einen Sichtweitenvorteil bringen. Du bist so ein krasser Stratege, Björn. Entdecker Michel de Ruyter. Ah, jetzt fängt's an. Zu Ehren unserer Hochzeit mit unserer ersten Frau haben wir edelmütig beschlossen, eure Steuern um 1% auf 1% zu erhöhen. Ihr dürft den königlichen Ring an unserem Finger küssen. Also mach mal eine New Amsterdam Nahrungsmittelparty oder küssen? Wir küssen wahrscheinlich erstmal. Wir müssen leider erstmal küssen. Boah, ich hasse es, den Ring zu küssen, ganz ehrlich. Weil wenn wir die Party abhalten, dann werden wahrscheinlich ein paar Soldaten aus Holland kommen. Holländische Gründerväter geben bekannt, dass Peter Minuit dem Kontinentalkongress beigetreten ist. Voll gut. Aha, da ist er. Das sieht nicht so ernsthaft aus, der Kerl. Aber schön, Peter. Peter Minuit, 1580 bis 1639, Generaldirektor der amerikanischen Kolonie der Dutch West India Company, holländisch-westindische Gesellschaft. Er kaufte Manhattan von den Indianern für 240 irgendwas. Nachdem für 24 Gold, oder? Ach, das ist... Ah, okay. Das ist das Goldzeichen, ja. Das ist nicht gut zu erkennen, ja. Ja, für 24 Gold. Nachdem Peter Minuit den Kontinentalkongress beigetreten ist, müssen sie für von Ureinwohnern abgetretenes Land kein Geld mehr bezahlen. Ja, voll gut. Also, nicht für die Ureinwohner. Ja, voll gut, weil wir noch ein bisschen was kaufen müssen von denen. Ja. So. Man kann nicht mit dem hier... Guck mal, ich kann mit dem auch schräg. Das müsstest du auch links runterziehen können. Ja, ja, klar, guck mal. Ja. Ah, voll gut. Aber, ja. Was aber, ja? Hat das jetzt einen Vorteil gebracht? Weiß ich noch nicht so. Weiß ich nämlich jetzt auch nicht so genau. Was haben wir denn alles hier? Hier ist ein... Das ist der Holzfäller. Das ist der Holzfäller. Den ziehe ich jetzt auf den Baum, oder? Haben wir einen Baum? Ja, hier sind die Bäume. Geht das da? Ich weiß es leider. Nein, ich meine, der muss auf dem Feld sein. Okay, dann ziehe ich den jetzt auf dem Feld. Ja. Na, warte mal, von wo muss ich denn den ziehen? Von hier? Das war der Holzfäller, oder? Nein, der Holzfäller ist der Junge, der da so einen Federhut anhat oder was das recht, sein du hast, soll. Du hast recht. Ich ziehe den Speer nochmal woanders hin. Genau, das ist der kampferprobte Speer. Okay, und wer ist es? Genau. Was war das? Du musst aber dem Holzfäller sagen, dass er Holz fällen soll. Ja, wie mache ich das? Ja,
Einfach Nutzholz anklicken. Hier okay, drauf. So geht's. Jetzt macht er Holz. Das hier war der Meisterschreiner. Ich habe da schon eine Schreinerei, genau. Oder? Ja. Gerber, Weber, Tabak, Rum, Schmied. Das ist die Zimmerei, okay. Der Zimmerer, genau, da muss es rein. Den Speer könnten wir ja theoretisch. Ja. Weil wir haben ja Pferde. Du hast ja den weggezogen und sind die Pferde in unseren Bestand gewandert. Ja. Die könnten wir jetzt wieder umwandeln und könnten den Rest erkunden lassen. Sind wir natürlich schneller mit. Ja, stark, wie mache ich das? Und holen den Soldaten zurück. Wie mache ich denn das? wenn ich das jetzt wüsste. Kannst du den auf den. Genau, da, dieses Menü. Ich kann den hier. Genau. Also das ist ja gerade dieses Menü, da stand irgendwas mit 50 Pferden. Ja, Augenblick, ich wollte den mal ganz kurz hier. Ne, warte mal. Das ist der Meisterschreiner, okay, der ist Schreiner. Und der Typ hier. Ja, der da, genau. Der ist der. Ich glaube, den musst du vor den Zaun setzen. Ja, ich glaube auch. Ich nehme den jetzt und setze den auf den Zaun. Ja, genau. Und jetzt muss ich ihm sagen, Speer, 50 Pferde. Okay. Korrekt. Und den hier, den ziehe ich. Den setze ich jetzt auf die Zimmerei. Ah, sehr gut. Haben's geschafft. Jetzt siehst du nämlich auch unten rechts im Menü, dass wir 2 Holz übrig behalten werden. Okay, das ist, wenn man es weiß, dass diese Mikroabstände hier sind, dann. Damals war das genau richtig. Naja, damals waren die Pixel auch noch groß. Und ja, grob. Auf meinem 14-Zoll-Monitor. Pixel so groß wie Fingernägel. Das heißt, jetzt, wenn ich rausgehe. Damals kam einem das ja nicht pixelig vor. Das war ja fotorealistische Grafik. Das heißt, ich habe jetzt. Ja, genau, diesen Experten hier. Achso, wir müssen jetzt wieder. Guck mal, Peter Kongress Stübes, weiterbilden. Peter Stübes. Also ich bin immer auf Handel gegangen. Ja, Handelsberater. Ja, lass uns das doch mal machen. Hat nicht Peter Stuyvesant oder Stuyvesant, gibt es nicht noch so eine Zigarettenmarke, die so heißt? Ich rauche nicht. Ich rauche auch nicht, aber der Name sagt mir irgendwas. So, ich meine, diese Gründerväter, die standen auch. Ja. Ich kann doch jetzt in mein Schiff wieder schöne Güter reinpacken, oder? Und wieder schön nach Europa. Ja, zurück. Genau. Packen wir jetzt wieder alles voller Güter und fahren wieder zurück, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Ja. Ich glaube aber, heute werden wir die Unabhängigkeit nicht mehr erklären. Nee. Aber ich meine, die Frage am Ende der Session wäre natürlich, lohnt es sich nochmal weiter zu spielen? Und ich würde sagen, also auf eine zweite Runde habe ich auf jeden Fall Bock. Ja, also eine zweite Runde könnte man machen und dann sollen die Zuschauer doch mal sich dazu melden. Würde ich auch sagen. Müssen wir mal schauen oder können wir auch schon mal direkt überlegen, wann wir weiterspielen können. Bei mir ist es so, ich bin ja Montag nächste Woche spiele ich mit dem Chrissy Adventure weiter und ich bin Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bin ich beruflich unterwegs, wird Donnerstag erst recht spät nach Hause kommen. Also was bei mir ginge, wäre wahrscheinlich nächste Woche am, weiß nicht, wie es bei dir aussieht, entweder Freitag oder die Woche drauf, da sieht es bei mir wieder aus. Müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Ja, können wir im Nachgang. Bin ja jetzt auch noch dabei, Christian und ich müssen noch ein paar kleine Podcast-Folgen produzieren. Ja, mein Christian und ich übrigens auch ein paar Probleme, ja. Die sich da auftun. Wir hatten ja eigentlich noch StarCraft geplant, jetzt in der Staffel, das wird wahrscheinlich verschoben werden müssen, weil der Gesprächspartner nicht sofort kann. Okay. Und daher werden wir wahrscheinlich ein anderes Spiel vorziehen. Ja. Und dann gehen wir schon an die nächste Staffel ran. Ja. Ist ja jetzt Staffelfinale und da müssen wir natürlich auch wieder was Großes bieten. Ja. StarCraft war was Großes. Das ist ein cooles Spiel, habe ich auch viel gespielt früher, StarCraft. Ja, und das hier aber leider verschieben müssen. Ja, das wäre dann was für die nächste Staffel bei euch, StarCraft? Das kommt auf jeden Fall in der nächsten Staffel. Ja. Was wir jetzt machen, das verraten wir jetzt noch nicht, aber da kommt auch was Großes. Die Engel und die Spannen haben Frieden geschlossen. Aha, ich wusste gar nicht, dass die Krieg haben. Wusste ich auch nicht.
Kann auch sein, dass man standardmäßig im Krieg ist mit denen, wenn man hier anfängt zu spielen. Ja. Oh, ich zahle die verflixte Steuer jetzt. Ja, das kommt jetzt auch noch hinzu. Ich finde es allerdings interessant, dass von 72 1% Steuern 0 Gold ist, aber okay. Der kann halt nicht mit Komma rechnen wahrscheinlich. Mhm. Stark. So können wir den König einfach austricksen. Immer indem ganz... wir kleine Mengen liefern. Ja, ja, ja. Ja, was haben wir denn alles? Wen können wir denn rekrutieren? Kampfverbobte Speer, verdingte Knechte, das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Die Pioniere könnten wir eine neue Stadt mitgründen, oder? Aber nee, geh mal bitte auf... Ausbilden? Auf Ausbilden, ja. 730 Gold haben wir noch. Das Holzfäller? Nee, müssen wir beim nächsten Mal dann machen, oder? Obwohl ich jetzt gerade gar nicht mehr weiß, was ich eben gekauft haben wollte, aber okay. Segelsatz in die neue Welt. Ja. Ja, Mann. Der Chat ist heute sehr ruhig. Das Spiel ist aber auch sehr ruhig. Ihre Expedition erreicht das Dorf eines kleinen gastfreundlichen Stammes. Der Häuptling bietet ihnen 52 Gold als Geschenk an. Dankeschön, lieber Oha. Häuptling. Der Speer kann natürlich weiter schauen als der Soldat. Mhm. Der Preis für Handelswaren in Amsterdam ist auf ein Goldstück gefallen. Religiöse ja, Holz ist leider nicht viel wert. Ja, schade eigentlich. Religiöse Unstimmigkeiten in Holland sorgen für verstärkte Emigration. Siedler, verdingte Knechte sind jetzt in Amsterdam verfügbar. Könnt natürlich auch gleich mal reingucken, was das Spiel zu den Einheiten sagt, anstatt die Anleitung. Ach stimmt, wir haben ja diese Kolopedia. Aber wir haben den Pazifik entdeckt. Ach schön. Doch, da waren wir ja aber zügig. Ja. Und ich habe schon wieder einen Schatz entdeckt. Ach, der kassiert ja alles ein. Vielleicht hast du jetzt ein bisschen mehr Glück als eben die zwei Male. Vielleicht, ja. Ich probiere das mal mit der Maus jetzt. Haha. Oh, jetzt wird da hier schon die Profisteuerung ja, aktiviert. Absolut. Ich mache jetzt nur noch, Profisteuerung. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gemacht hat. Vielleicht sucht er sich den besten Weg. Ja. Der Jungbrunnen. Oha. Uiuiui. Also ich, guck mal, jetzt hier schreibt mir kein, schreibt im Chat, dass er der Geschichte und den Erzählern störungsfrei lauschen möchte. Ja, im Nachgang werden wir das, denke ich, auch als Hörbuch veröffentlichen, oder Björn? Ja, genau. Machen wir zwei. Sie haben einen Jungbrunnen entdeckt. Die Gerüchteküche in Europa brodelt. Prompt stehen die Immigranten in den Häfen Schlange, um ewige Jugend zu finden. Das heißt, es lohnt sich wahrscheinlich erst demnächst direkt mal wieder rüberzufahren, oder? Ja. Welche der erprobten Personen sollen wir rekrutieren? Kampferprobte Speer, erfahrene Erzbergarbeiter oder gestählte Pioniere? Ich würde die Pioniere mal nehmen. Für eine zweite Niederlassung. Ja. Ja. Oh, wir können noch mehr. Freie Siedler vielleicht noch? Vielleicht den Bergarbeiter, weil den setzen wir doch aktuell einen freien Siedler drauf ab. Ja, stimmt. Das wäre ganz gut. Ach, guck mal, noch mehr. Heieiei. Meisterschreiner. Was haben wir denn jetzt? Einen Erfahrenen, oder? Ich glaube, wir haben einen Erfahrenen, ja. Könnte man machen. Können wir vielleicht das komplette Holz verarbeiten? Das ist ja eh nichts wert, das Zeug. Wow. Erfahrene Fischer brauchen wir sowas auch. Oh, den auch Fischer, genau. Siehst du, das war, ich wollte den Fischer gekauft haben. Erfahrene Farmer haben wir noch. Ja. Sag mal. Meisterschmied? Ja. Ah, oh, geil. Da können wir die Erze auch noch verarbeiten. Vielleicht ist auch gerade ein Bug, was ihr hier seht. Ich glaube auch, du hast hier irgendwas gefunden. Geil, hey, ich hab einen Cheat ausprobiert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal gehabt hätte.
Also nie einen Jungbrunnen gefunden wahrscheinlich. Brauchen wir noch einen erfahrenen Farmer? Ja, ich weiß nicht, ob wir so viel Platz auf der Karte noch haben. Ja, oder freie Siedler dann. Dann nimm mal einen freien Siedler. Oder einen Meisterschnapsbrenner. Das gibt's doch gar nicht. Also ich, Jungbrunnen kenne mich gut aus. Ich meine, eigentlich bin ich ja schon 72 Jahre alt, aber ich habe mal einen Jungbrunnen entdeckt. Ach, gut, und ja. Der hat mich eingefroren hier mit 29 einfach. Man merkt es nur, wenn man genau hinguckt an die Geheimratsecken, da merkt man es schon. Aber ansonsten, ja. Ja, ich habe ja auch so eine Haarpracht. Ja, ja. Die Bürde des Alters. So, bin ich beladen schon? Dann auf nach Europa. Ich wollte noch mal rein schon. Das Handelsschiff ist nämlich leer, schau mal. Aha. Ich muss das erstmal ein bisschen füllen. Aber wir haben eh nicht viel dabei. Ja. Ja, besser als nichts. Dann zahlen wir wenigstens keine Steuer. Wie wir ja rausgefunden haben. Das ist ein Cheat wahrscheinlich. Wenn das von Anfang an so programmiert war und wir haben ja schon Updates drauf, da hat er ja angezeigt. Ja. Dann ist das gewollt vom Programmierer. Ja, wahrscheinlich schon. Da, 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 da. Kolonie New Amsterdam produziert Hafenanlagen. Runde fortsetzen? Boah, was bedeutet denn das jetzt? Geh mal in die Kolonie rein. Ja. Ah, okay, da wird was gebaut. Der hat nämlich jetzt eine Hafenanlage. Oder produziert eine Hafenanlage. Das geht aber, glaube ich, nur... Ja. Geh mal auf Ändern. Ja, mach ich. Das blinkt so prominent. Ach, das ist abgeschlossen, ja. Ach, voll gut. Ich kann was Neues bauen lassen. Hm? Genau. Da brauchen wir nämlich die Hämmerchen für, die der Zimmerfritze für uns macht. Ah, okay. Was lohnt sich denn jetzt? Trockendock, Schulhaus, Lagerhaus, Stelle? Der Trockendock könnten wir Schiffe bauen. Da brauchen wir aber auch Werkzeuge für. Ja. Eine Einfählung könnten wir bauen. Ja, die würde ich mal machen. Ja. Und den Soldaten vielleicht mal zurückschicken. Weil, wenn die Ureinwohner doch plötzlich keinen Bock mehr auf uns haben oder die Spanier kommen oder sowas. Ja. Ja. Dann haben wir keinerlei Schutz, dann könnt ihr einfach da reinlaufen. So, dann würde ich mal direkt hier mit dem Cheat so schräg rüber zurücklaufen. Und mit dem Reiter. Dem erkunden wir alles. Der kann aber, glaube ich, auch automatisch erkunden. Echt? Immer auf Befehle. Wache, Kolonie aufbauen, befestigen, auf nächste Einheit warten, Einheit aktivieren. Kann der nicht automatisch? Nee. Hätte ich jetzt gedacht. Ich kann zum Ort gehen. Vielleicht kann ich dann irgendwie anklicken, wo er hingehen soll. Der kann zurückgehen. Das können wir für den Soldaten gebrauchen. Ja. Okay, dann hat er hier, dann ist das ab irgendeinem Civilization-Teil, ich meine 2 oder war es 3? Dass er das automatisch machen kann. Da gab es ja automatisch, ja. Okay, aber dann mache ich es beim Soldaten jetzt gleich, dass der automatisch zurückgeht nach New Amsterdam. Ja. Die Engländer und die Spanier haben sich jetzt den Krieg erklärt. Voll gut. Haben doch eben erst Frieden geschlossen, oder? Ey, da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Guck mal, wir sind schon hier. Er ist verkauft. Boah, der hat echt den Hafen voll. Das ist ja der Wahnsinn. Ach, nein. Du Cheater. Ich bin kein Cheater. Ich habe einen verdammten Jungbrunnen gefunden. Die fahren jetzt automatisch schon mit, oder? Ja, aber nur die ersten 4. Ja, dann müssen wir halt Ich glaube, die können wir aber schieben. Müssen wir aber nicht, der Farmer ist dabei. Ja, Farmer zweimal rüber. Müssen wir darauf achten, dass wir halt Nahrung haben in der Kolonie. Ja. Und dann ist nicht so gut. Ich würde es nicht das ganze Food verkaufen, wahrscheinlich. Ja, solange wir Überschuss produzieren, ist das nicht schlimm. Ja. Okay. Hey, und Björn, für Notfall, ich habe immer noch dieses riesengroße PDF mit den ganzen Zahlen neben mir. Also wenn wir da irgendwas... Wenn wir da irgendwas brauchen, sag mal Bescheid, kann ich jederzeit reinschauen. Ja, genau. Ach, und unser schönes Schiff ist schon wieder da. Die wichtigsten Leute haben wir Farmer, Schmied, Siedler und Schnapsbrenner.
Der Schnapsbrenner ist der wichtigste. Ja, sehe ich genauso. Ja, das Schöne ist, dass wir ja Zuckerrohr selber ernten. Ja. So, und ich gebe dem jetzt mal den Befehl, zum Ort gehen. New Amsterdam. Okay. Das geht mit dem Schiff, glaube ich, auch. Ah, okay, das probieren wir dann mal aus. Das wäre praktisch, wenn es mit dem Schiff geht. Das ist ja noch besser wie meine sehr, sehr, sehr präzise Steuerung. Befehle. Ah, zum Hafen gehen, ja. Aha. Ah, hätte ich das gewusst, ey. Ja. Ein bisschen nachdenken muss ich auch erstmal. Ja. Warum hat mich das jetzt schon so viel Züge gekostet mit dem Reiter? Der hat 4 Züge. Ich bin jetzt einmal nach links gegangen und es hat mich direkt alle Züge gekostet. Das wird das Gelände sein, das da so viel wegnimmt. Ah, okay. So, wir haben neue Leute. Was haben wir denn alles? Ja. Ein also den Farmer würde ich mal auf das grüne freie Feld noch setzen, das noch da ist. Ja. Genau. Mhm, voll gut. Da haben wir nämlich schon mal genügend Nahrungsmittelüberschuss. Der Fischer ist noch nicht dabei. Das ist der Schnapsbrenner. Der nächste. Ja, den können wir ja in die Schnapsbrennerei, in die Rumbrennerei reinschmeißen. Voll gut. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem. Ja. Wir stellen nur 2 Zuckerrohr her. Ja. Der kann aber viel mehr. Also der ist jetzt etwas ineffizient, aber ist nicht schlimm. Weil Rum ist sehr wertvoll. Den können wir gleich gut verkaufen. Hier haben wir noch einen Schmied. Die Schmiede der war das. War mit Zimmerei, Tabakhändler, Gerber, Schmied. Da ist der Schmied, genau. Die können wir natürlich nutzen, weil wir die Erze haben. Ja, voll gut. Und dann haben wir noch den hier. Wer ist das? Freier Siedler. Der freie Siedler, okay. Ah, den könnten wir jetzt auch. Ja, weil das ist für Erze, glaube ich, ganz gut. Ja, besser als nichts. Aber dann haben wir keinen Nahrungsmittelüberschuss mehr. Den sollten wir erstmal als Fischer einsetzen. Bis der richtige Fischer kommt. Ja. Dann haben wir nämlich wieder 2 Überschuss. Ja, voll gut. Mega, mega. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jo. Ist unser Schiff schon wieder unterwegs? Ich glaube, ich muss es dafür darüber schicken. Da ist es, ja. Ja, ich kann auf da kannst du auch den Befehl nutzen. Ja. Ja. Macht's dann doch einfacher. Ja. Genau, jetzt, weißt du, ich habe nämlich jetzt hier 4 Züge und ich drücke jetzt einmal nach links und jetzt sind hier schon welche weg. Das ist dann wahrscheinlich das Gelände, oder? Ja, jetzt kannst du nochmal einen Zug machen. Ach, genau. Du meinst, weil da, genau, ja. Es kommt auf das Gelände an. Okay. Ja, macht ja Sinn, ist ja clever. Da, 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 da. Ach, macht wirklich Spaß. Und also, ich muss sagen, an die ganzen Details habe ich mich echt nicht mehr erinnert. Aber, Grafik, doch, wo ich das jetzt gesehen habe, wusste ich wieder alles. Das Feeling und so. Das macht schon Spaß. Ja, es bringt halt auch sehr gut, ich finde diese ganze Geschichte mit dem Besiedeln und neues Land und so weiter, das bringt das Spiel echt gut rüber. Ja. Diese ganze Stimmung und absolut. Auch nachher die ganze Stimmung mit Tea Party und so weiter, das bringt das Spiel echt gut rüber. Ja. Jetzt habe ich hier wieder Leute, ich fahre direkt wieder zurück und nehme die Leute mit. Ja, weil du durch den Jungbrunnen jetzt so viel gefunden hast. Das ist voll gut, oder? Ja, war richtig gut. Wir hatten ja so das leichte Startproblem mit den Inseln. Ich habe mich immer sehr drüber geärgert, wenn ich zu viel Züge gebraucht habe, um eine Kolonie zu gründen, weil das ist ein enormer Nachteil. Ja, glaube ich. Ja. Und vor allen Dingen wirtschaftlich, ne, weil du dann halt schon mal produzierte Runden nicht hast. Ja. Ne, Runden, die, wo du einfach schon mal Waren produzieren konntest. Ja. Aber damit hast du alles aufgeholt. Hey. Voll gut. Wird sich warm anziehen, die Burschen. Und was haben wir hier? Nichts als Gerüchte. Wow. Okay. Da, da. Und da ist schon wieder unser Schiff.
Kolonie, okay. Zur Kolonie springen. Sehr schön. Was haben wir jetzt? Wir können den Fort bauen, aber da brauchen wir relativ viel Equipment. Haben wir noch nicht? Nee, ich würde jetzt erstmal... was können wir denn jetzt noch machen? Schulhaus? Schule vielleicht? Was bringt uns in die Schule? Ich meine, wir können dann nachher unsere Leute weiterbilden. Dann machen wir das. Wir können natürlich auch... Warte mal kurz, was haben wir denn sonst noch? Lagerhaus? Nee, mach erstmal Schulhaus. Mach erstmal Schulhaus. Sägewerk brauchen wir erst machen, weil das Ding ist mit dem... Die Hämmer, die produziert werden von dem Zimmerer, die kann der natürlich noch mehr machen, wenn der eine Gebäudestufe besser hat. Ja. Okay. Ich fahre mal in den Hafen. Das ist eine Kombination aus der Erfahrung der Leute, der Siedler und halt eben aus den Gebäudetypen. Okay. Und das erhöht dann halt die Produktionsmenge. Das ist wieder eine Stadt von den Leuten. Ah, Expedition hat ein Lager der Tupi erreicht. Die Einwohner arbeiten friedlich auf den Feldern. Können wir mit dem Häuptling sprechen? Machen wir, vielleicht können wir was klar machen. Seid gegrüßt, Reisende. Wir sind ein friedliches Volk, bekannt für Meister Zuckerpflanzer. Wir handeln gerne mit euch, wenn ihr uns Nahrungsmittel bringt. Wir würden euch für Pferde der Rum einen guten Preis zahlen. Ja, ist doch schön. Merken wir uns. Die Tupi heißen die Abgesandten der Holl willkommen. Bitte bringt diese Perlen im Wert von 320 Goldstücken eurem Stammesführer als Friedensangebot. Dankeschön. Nicht schlecht. Was bedeutet es jetzt, dass in diesem Schild, in diesem Dorf zwei Ausrufezeichen sind? Wenn ich das wüsste. Heißt es so ein bisschen vielleicht, je mehr Ausrufezeichen... Also das eine, ich meine, dieses eine Ausrufezeichen war, weil wir ja zu nah dran waren. Oder nach wie vor auch sind. Die mit dem einen, die sind ja auch nicht so erfreut darüber. Ja. Ich guck mal nach, ob ich in der Anleitung etwas dazu finde. Also ich habe jetzt einen Meisterschreiner. Ja, den würde ich jetzt mal tauschen. Ja, man kann natürlich auch zwei reinsetzen, aber das ist jetzt... Ich habe den Meister Erzer. Ja, den könnten wir auf der Gebietskarte rechts einsetzen. Oder da, genau. Ne, warte mal, das war der falsche, das war ein gestellter Pionier. Achso. Ich glaube, warum ist die Produktionsmenge so gering? Lass mal schauen, welcher das ist. Das ist der Erzbergarbeiter mit diesem roten Ding. Ne, jetzt habe ich es irgendwie falsch gemacht. Das ist immer noch der Falsche hier. Also hier steht Ausrufezeichen ist eine allgemeine Unruhe des Dorfes. Ja. Ja, wenn die Unruhe zunimmt, verstärken sich die jeweiligen Ausrufezeichen. So, was habe ich denn jetzt noch? Ich habe noch einen Meisterschreiner, glaube ich. Sehe ich das, was für ein krasser Schreiner das ist? Das ist ein Pionier. Oh. Und der nebendran ist ein Schreiner, der 5 Hämmer produzieren kann, oder? Meisterschreiner, ja. Ja, das heißt... Du hast da oben irgendeinen, das ist, glaube ich, ein Fischer oder sowas, wie du da jetzt eingesetzt hast. Das ist der Schreiner, hast. Oder? Ich habe hier sogar 2 stehen. Ja, das ist ein Fischer. Ja. Den kannst du ja gleich oben rechts auf das Feld setzen. Ich muss aber erst den hier, glaube ich. Der muss weg, ja. Genau, ich muss... ich glaube, ich weiß, dass es geht. Ich muss den hier... Nee, ich muss den hier rausziehen. Das glaube ich wieder. Genau. Ich kann mir den Pionier gleich mitschicken. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken. Das ist der hier. Okay, das ist ein Pionier. Und jetzt habe ich hier immer noch den Fischer. War der der Fischer? Das ist nicht der Fischer. Das ist der Pionier. Okay, der Fischer ist, glaube ich, der da, ne? Ja. Der Fischer ist der jetzt in der Schreinerei, in der Zimmerei hängt. Du hast recht. Du hast natürlich recht. Hier, der hier.
Nein, der in der Zimmerei links. Das ist der Schmied. Ah, der hier, okay. Genau, der blaue Bursche da. Yay! Jetzt sehen wir natürlich auch, der produziert viel mehr Nahrungsmittel. Okay, okay. Was haben wir denn sonst noch jetzt? Drei so. Stück sind hier noch. Die drei hier. Wir haben einen Pionier. Das ist ein freier Siedler, okay. Der hier was ist ein der? Gestellter Pionier. Okay. Und der letzte hier ist ein Meisterschreiner. Okay. Der letzte ist der mal Meister. Mal schauen. Also wir haben das Problem, dass wir zu wenig Nahrung haben. Wir sollten also den Erzer auf der rechten Seite, auf dem blauen Feld, den sollten wir umstellen auf Nahrung. Fisch. Auf Nahrung, ja. Ja. Der kann kein, ach, der kann keine Nahrung, oh. Was haben wir denn sonst? Aber dann vielleicht ein freier Siedler, oder? Das ist ein freier Siedler. Nee, nee, der ist ein Erzer. Nein, das ist ein freier Siedler. Achso, der kann. Das ist kein Ozeanfeld, das ist ein. Wir müssen ihn auf Farmer umstellen, dann geht okay. Es. Okay, ah, ja, ja, Farmer. Das sah aus wie Ozean, aber ist kein Ozean. Mit eine Nahrung zu wenig. Ja, nimm mal bitte den freien Siedler, den schmeißt du auch raus aus der Kolonie. Der freie Siedler beim Zimmermeister oder wie der heißt. Der hier? Ja, nee, der daneben. Der graue, hier. Genau. Das ist nämlich der freie Siedler, der muss raus. Okay. Und dann passt schon wieder. Das heißt, wenn ich aus der Kolonie rauswerfe, dann bekommt die trotzdem genug zu futtern, aber ich muss sie nicht füttern. Ja, der wandert aber ja, der ist draußen, ne? Der produziert nichts, aber derzeit frisst er auch nichts. Okay, das ist Parkplatz. Ja. Wir können aber die natürlich als Pioniere losschicken, neues Land ergründen und die drei Leute direkt in der neuen Kolonie einsetzen. Ja, das ist schon eine gute Idee. Ja. So. Okay, der Preis für Pferde. Oh, Entdecker Michael die Rüter, zu Ehren unserer Hochzeit mit unserer dritten Frau haben wir edelmütig beschlossen, eure Steuern um 1% auf 2% zu erhöhen. Ihr dürft den königlichen Ring an unserem Finger küssen. Weiß Bescheid. So, das Schiff schicke ich mal in die Heimat rüber. Ich habe noch ein paar Siedler, die ich abholen kann. Wir müssen hier echt mal aufpassen. Die sind richtig not amused. Ja, das wird richtig übel. Also die kommen irgendwann. Sollen wir dann langsam schon mal... müssen wir eigentlich schon mal irgendwie Soldaten und so aufbauen, oder? Ja, also der eine wird nicht reichen. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass wir einen noch ausrüsten in der alten Welt. Ich würde mit den drei Jungs mal ein bisschen nach unten gehen. Unten war, glaube ich, nicht so viel von den anderen. Okay, ich glaube, hier habe ich jetzt langsam auch das Ende der Weltkarte entdeckt. Hier könnte man gut eine Straße bauen. Unsere Pioniere fangen mit dem Bau einer Straße an, sobald sie die Taste R drücken. Durch die Straße wird unser Silberfell. Soll man direkt schon eine Straße bauen? Ja, würde ich machen. Drücke ich mal R. Genau, mit denen weiterziehen kann man schon mal ein bisschen vorschauen. Was meinst du, soll ich mit meinem Reiter auch zurück zur Kolonie? Ja, vorsichtshalber, also zumindest in die Nähe, falls er gleich Stress geben sollte. Ja, ja, ich gebe dir mal direkt Anweisung dann, wenn er dran ist. Okay, hier ist er. Befehl zu Ort gehen. Ja, was macht er denn jetzt? Der kann auch eine Kolonie aufbauen, weil der ja auch Pionier ist. Stimmt. Aber der hat ja keine Waffen, den können wir wahrscheinlich nicht nutzen. Und der Handelschiff ist schon da. Was ist denn das für einer? Sekunde. Das ist ein Knecht. Verdächtiger. Den könnten wir vielleicht mit Waffen ausrüsten. Dann hat er zwar nicht viel Erfahrung. Ja. Aber immerhin. Dann bewaffne ich den doch mal mit Musketen. Ja, falls da gleich einer Stress machen sollte. Brauchen wir sonst noch irgendwas, wenn wir noch Waffen kaufen?
Ich gucke jetzt gerade mal. Das ist so ein... Also Musketen gibt's hier. Kostet nur 2. Aber wir brauchen wahrscheinlich ja mehr als... Oder? Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Geh mal auf Ausbilden. Ach nee, auf Kaufen. Ja. Vielleicht ist da ja... Artillerie oder Kavallerie? Aha. Ach nee, das ist eine Karavelle. Boah. ja, ich war gerade, ich sag, Moment mal, das kann nicht sein. jetzt, wo du sagst, aha. Ja. Okay, damit können wir aber auch nichts anfangen. Beim Rekrutieren war jetzt aber kein Soldat dabei, oder? Kampferprobter Speer haben wir. Ja, die könnte man mit Waffen ausstatten. Ja, nehmen wir den doch mit. Da, genau. Mit Musketen. Gut, dann ja, gut. Die nehmen wir zurück mit. Jawohl, setzt alle Segel. Alles eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, ja. hier ist der Soldat. Soll ich den direkt mal mit F hier lassen auf der Kolonie? Ja. Oh, ich habe noch einen Schatz entdeckt. Ah, das müssen wir unterbrechen. Ja, ja, ja. Die Rückkehr. Ah, stopp. Wie stoppe ich denn das? Du klickst da an. Ja. Du musst den aber erstmal anklicken. Ich glaube, das hast du jetzt gerade noch nicht. Also wir müssen erstmal darüber. Aber mal abbrechen. Hast du Leertaste gedrückt? Nee. Genau, müsst ihr erstmal darüber. Jetzt hört er nämlich auf. Ja. Ja, stimmt, dass das wieder mit dem ist. So, wo sind meine Figürchen? Ja, hier bin ich. So. Da. Und das Handelsschiff ist auch schon wieder da. Ah, voll gut. Befehle zum Hafen gehen. New Amsterdam. So, mit dem kann ich doch jetzt da... Also ich muss ja sagen, damals war das Spiel ja sehr userfreundlich. Das hat ja schon viele gute Funktionen implementiert gehabt, ne? Wir hatten ja nichts. Ah. Ja. Ich finde es auch. Quality of Life-Funktion, ne? Würde man heute sagen. Da lohnt es sich auch gar nicht, irgendwie eine besondere Version von zu machen, weil es schon so viele gute Funktionen hat. Ich finde das immer noch okay. Also, sie finden nichts außer Gerüchte. Also ich finde das von der Usability finde ich es nicht schlecht. Es sind halt ein paar Sachen, an die musste ich gewöhnen. In den letzten 30 Jahren gab es ein paar Entwicklungen, wo man halt vielleicht Konventionen entwickelt hat. Aber so von so 30 Jahre alten Spielen, da gibt es echt viele, wo vom Handling viel anstrengender ist. Ja, also wenn man jetzt mal so ein Civilization 6 nimmt oder sowas, da kümmerst du dich halt immer weniger kleinteilig um die Städte, sondern das ist irgendwie alles automatisiert, nimmt dir alles ab. Ja. Früher hast du viel mehr optimiert beim Civilization 1 oder 2 oder eben auch beim Colonization. Musst du halt sowieso ganz viel extrem machen. Ja. Die sind heute so groß geworden, da geht das halt auch nicht mehr. Ne? Ja, den könnten wir ja den anderen Pionieren hinterher schicken. Als Schutz. Den Reiter, ja. Ist eine gute Idee. Ja. Und den anderen würde ich da lassen. Ja. Weil das ist nämlich hochrot. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Indianer da auftauchen. Ich glaube, jede Menge. Da haben wir keine Chance wahrscheinlich, oder? Ja, doch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Kämpfe funktioniert haben. Preis für Zigarren. Ich glaube, wie in Civilization. Ja. So, hier ist das Schiff. Ich gehe mal in die Kolonie rein, mal gucken, ob wir was verkaufen können. Ja, ich würde sagen, ein bisschen Nahrungsmittel können wir verkaufen.
Den Rum würde ich mal mitnehmen. Den Rum können wir verkaufen, yes. Erz haben wir noch ein bisschen. Und Holz haben wir. Was eh nichts wert ist. Ja. Kannst du auch verbrennen. Okay, ich segel schon mal nach Holland zurück. Wir könnten natürlich auch mal einen Wagenzug bauen und damit zu den Indianern rüberfahren. Den stelle ich in der Kolonie her, oder? Den Wagenzug? Ja. Oh. Tippi führt einen Überraschungsangriff bei New Amsterdam durch. Siedler verängstigt. Tupi-Häuptling weist Schuldzuweisung zurück. Eieieiei. Okay, Kampfanalyse. Aha. Das sieht schon mal ganz gut aus für uns. Ah, gut, dass wir die Einfehlung gemacht haben. Ja. Aber auch voll freundlich so. Tupi-Plünderungstrupp in New Amsterdam ausgelöscht. Siedler im Freudentaumel. Mhm. Ah, Leute. Ah, jetzt sind sie auch wieder friedlich hier. Ja. Das wird jetzt immer wieder passieren, das ist ja halt. So, sind wir unten am Rand demnächst? Dann würde ich sagen, oh, was ist denn das da? Die sind schon durch die Spanier am Missionieren. Ich muss sagen, wir spielen jetzt seit 2 Stunden und die Musik nervt mich noch nicht. Was ich so im alten Spiel hoch anrechne. Also damals war die auch nicht wirklich nervig. Heute ist das halt... Es ist ein bisschen Gedudel, aber... warum habe ich denn hier jetzt einen Pionier? Gibt ja sonst nicht so viele Soundeffekte. Ja. Warum steht denn hier ein Pionier, weißt du das? Nein. Ich auch nicht. Ich schicke... Hast du vielleicht irgendwo einen versehentlich da hochgeschickt oder so? Vielleicht. Ich schicke den mal kurz in die Kolonie zurück. Ja. Sicher, sicher. Ja, kann sein, dass wir eben, als wir runtergegangen sind, den nicht mitgenommen haben. Ja, vielleicht, ja. Oder war der, da war doch, ach Quatsch, da war doch der, der die Straßen bauen sollte. Ach, ja. Das ist ja danach in die falsche Richtung, als wir den anderen aufhalten wollten. Mit schenken, so sollen wir wieder Sachen erst angreifen, dann schenken. Ja, ja, Leute, aber ich hab's nicht vergessen. Gedächtnis wie ein Elefant. Wie ein Elefant. Ich verkaufe mal den Kram hier. Boah, Nahrungsmittel ging gut rum. Wow, uiuiui. Sag ich, der Rum bringt's richtig. Rum verkauft, direkt hier der Preis kaputt. Ja. Ja, da ist es natürlich ratsam, das sind aber so Spezialtaktiken, sag ich mal, da den Rum wirklich das Schiff voll zu machen, zu warten und dann alles auf einen Schlag zu verkaufen und dann halt ewig nicht mehr, ne? Aber dann bist du erstmal reich. Aber das Land geht ganz schön weiter unten, ne? Amerika. Okay, ja. Das ist ein gutes Argument. Das ist ein gutes Argument. Was ist das für einer? Ist das ein Pastor dann? Das ist Missionar. Ah, Missionar. Du kannst ja die Dörfer da alle missionieren. Was können wir hier noch Schönes machen jetzt? Oh, okay. Lagerhaus, Ställe, Sägewerk, Kirche, Wagenzug. Wagenzug hast du vorhin gemeint, oder? Was euch der lohnt? Ja, den würde ich mal machen. Dann machen wir doch. 40 Hämmer, easy. Das Problem ist, der ist auch extrem langsam. Vielleicht sollten wir den echt jetzt schon mal bauen, zu gucken, wie es funktioniert. Dann könnten wir den mal vollladen mit Nahrung. Verkaufen wir die halt jetzt nicht mehr nach Holland, sondern geben die denen, weil er hat ja gesagt, 100 Nahrung brauchen sie. Ja. Ja. Ach, guck mal hier. Die Expedition hat ein Lager der Tupi erreicht. Die Einwohner sind auf den umliegenden Feldern beschäftigt. Kleine Gruppen von Kriegern üben Bogenschießen und beobachten sie argwöhnisch. Sollen wir mit denen mal leben? Ja. Vielleicht lernen wir dann was. Bestimmt irgendwas Kampfmäßiges. Ach, wir sind froh, einen Meisterschreiner unter uns zu haben, alter Mann. Leider können wir nur jenen Kolonisten neue Fähigkeiten beibringen, die noch keine haben. Bring uns einen
verdingten Knecht oder freien Kolonisten und wir werden ihn ausbilden. Okay. Ja. Aber es ist ganz schön weit, also vielleicht sollten wir jetzt hier gucken, dass wir auf der rechten Seite irgendwo Anschluss an den Ozean finden, damit wir da gut mit dem Schiff rein können. Das ist eine gute Idee. Dass wir auch nicht zu weit von New Amsterdam weg sind. Ja. Guck mal, jetzt sind wir hier. Befehl zum Hafen gehen, nach New Amsterdam. Aber das oben mit dem Gold, das... Ist ja ganz komisch. Müssen wir bis zum nächsten Mal nochmal kurz aufklären, ob wir das irgendwie doch noch wegschippern können. Das müssen wir auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Björn, lass uns doch noch die zweite Kolonie für heute gründen. Dann haben wir doch noch eine schöne Schlussetappe. Schönen Abschluss, ja. Ja. Tupi führt einen Überraschungsangriff bei New Amsterdam durch. Oh oh. Der ist weg. Okay, doch nicht. Flix the Tuppies, hey. Auch gibt's direkt militärische Musik hier. Stimmt, ja. War das jetzt geplant oder Zufall? Ich glaube, das ist natürlich geplant. So, der Pionier ist jetzt auch da. Ich lasse den da mal kurz sitzen, bis wir... Wo ist denn jetzt endlich das Ufer? Hier da oben. Ah, da oben, ja. Genau, perfekt. Da, 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 da. Ich glaube schon, dass das extra so entwickelt wurde, dass man hier so diese militärische Musik hat. Auch, ja. Ja. Aber das könnte ja für uns jetzt auch heißen, strategisch, dass wir mal in New Amsterdam warten, bis wir genügend rum haben vielleicht und noch ein bisschen mehr Waren und die dann auf einmal verkaufen. Das war einfach jetzt mal ein bisschen warten. Ja, machen wir doch. Ja, vielleicht bis der Rumpreis auch wieder hochgeht und dann laden wir die Kiste voll und fahren wieder. Ja, den Speer, den lass ich auch mal da sitzen. Okay. Also hier ist ein Ufer, dann ziehe ich mal die Leute da noch hin in den nächsten Runden. Und könnte mit denen ja. Hier kleinen. Ist aber nichts, wo wir Pelze kriegen können. Was brauchen wir denn für Pelze? Ja, Pelze könnten wir ja Mäntel draus machen. Die sind auch so wie rum eine gute Einnahmequelle. Was brauchen wir da für Rohstoffe für Pelze? So Pelz. Ich meine, du hättest. Aber das ist nur links zu sehen gewesen. Oder das ja auch kein schlechtes Feld ist, ne? Ein bisschen weiter rechts noch gehen. Ja. Damit wir nicht zu nah am Dorf sind. Es wird eh Stress geben. Siehst du diese Symbole da bei dem Missionar links oben? Schau es mir da nochmal an. Ja, ich meine, das wäre das. Das wäre dann was für die nächste Kolonie. So, dann warte ich mal mit dem hier. Da. Meinst du das hier? Ja. Diese Steine hier? Nein, bei dem Pionier. Der Missionar, wo er jetzt draufgegangen ist. Ah, okay. Das ist aber unten auch nochmal so ein Feld. Lass uns da gleich nochmal schauen. Was meinst du denn? Das hier? Nee, das ist Holz, oder? Nein, oben, wo dieser Missionar war. Auf der Karte, wenn du die Minimap nimmst, genau. Genau, da mal. Ja. Bisschen tiefer noch. Bisschen tiefer, warte. Genau, das so fast in der Mitte. Ja, dieses Symbol. Ah, okay. Aber ich glaube, da drüben habe ich keins gesehen. Nee. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Bei der nächsten Kolonie. So, ich glaube, ich höre nachher zum Einschlafen. Ich glaube, wir sind auch noch relativ langsam unterwegs. Wir sollten dann schon gucken, dass wir dann, wenn wir die zweite gegründet haben, direkt die dritte machen. Ja. Oh, da kommen die... Sind das die Engländer? Glaube ich. Ich glaube, es waren die Franzosen, oder? Die hatten so eine blaue. Ach ja, das sind die Franzosen. Die Engländer waren, glaube ich, rot, ne? Ja, aber es gibt gleich wieder Stress hier. Es gibt wieder Stress hier. Es ist so unglaublich friedlich hier. Die Spanier und die Engländer haben schon wieder Frieden geschlossen. Mhm.
Ach, so. Der Wagenzug ist produziert, ja. Was können wir sonst noch machen hier? Kirche, Sägewerk vielleicht? Hilft uns das, das Sägewerk? Da müssten wir theoretisch mehr Werkzeuge produzieren, mehr Hämmer produzieren können. Aber probieren wir doch mal aus. Ja. Da, 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 da. So. Ich gleich meine nämlich, dass... Und der Wagenzug ist auch schon fertig. Super. Oh je, das geht aber schnell. Ah ja, guck mal, cool. Was wollten die haben? Lebensmittel, gell? Vom Wagenzug. Ja, aber 100. Da müssen wir also warten. Okay, dann warten wir da auch. Ich meine, der hätte 100 gestanden. Ja, ich glaube, ja. Hier steht auf dieser Hilfskarte 2... Ja. Steht, eine Zimmerei braucht Holz, um Hämmer herzustellen, und beim Sägewerk steht, erhöht die Produktion von Hämmern. Also das ist praktisch das höhere Gebäude dazu. Dann müsste die Produktion sich nochmal erhöhen. Da wir ja genügend Holz haben, ja, macht das ja nichts aus. Und wir haben jetzt erstmal was anderes, Björn, und zwar schon wieder ein Überraschungsangriff von den verflixten Tupi. Ja. Aber ich habe keine Chance. Das wird auch nicht mehr aufhören. Da gibt es nur eine Lösung für. Ja, die müssen wir auslöschen. Ja. Ich sag's nicht gern. Ja, aber weil da sind wir einfach zu nah dran. Die werden sich immer kurz abregen und in 5 Runden kommen die wieder. Es wird wahrscheinlich schon schwer sein, das Dorf mit dem einen Ausrufezeichen im Griff zu haben. Ja. So, ich glaube, in der nächsten Runde können wir unser Niederlassen. Uns niederlassen, ja. Zieh den mal hier hin direkt. Da, 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 da. Ich weiß schon, noch, früher habe ich ausprobiert, wann die Indianer nicht sich mucken. Von der Distanz her. Okay. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Felder das waren. Das müssten wir mal ausprobieren. Aber hier unten ist ja gar nichts jetzt so ganz direkt in der Nähe. Ja. Ach, Ringküssen. 5 oh. Um 3%. Entdecker Michael die Rüther. Wir sind besorgt, dass die Krone nicht den gebührenden Anteil an den Geldern aus der neuen Welt erhält. Mit einem neuen Navigationsgesetz wird daher euer Steuersatz um 3% auf 5% erhöht. Da müssen wir mal eine Erzparty abhalten. Ja, das machen wir demnächst. Hey. Ich bin schon ganz am Rand jetzt, ne? Ja. Ja. Befehl, Kolonie aufbauen. Fort Orange. Gefällt mir. Herrlich. Brauchen wir noch ein paar Leute gleich. Ja, Silber machen. Hier unten haben wir ja noch einen ganz tollen. Ich kann dann auch noch den einen anderen dann runterschicken, dann haben wir da ein bisschen was. Ja. Da, da, da. Könnt natürlich auch das Schiff mal ohne Rohstoffe nach Holland schicken. Und nur Leute kaufen. Und ein paar Leute abholen. Ja. Da, da, da. Eine neue Ladung Werkzeuge liegt in New Amsterdam bereit, Eure Exzellenz. New Amsterdam hat seine Lagerkapazität für Werkzeuge erreicht. Sollen wir direkt mal Lager aufbauen? Ja, da müssen wir vielleicht mal... Ja. Ich glaube, wenn wir auf Lagerhaus umstellen, dann können wir nämlich mehr einladen. Ja. Oder wir verkaufen 100 Werkzeuge einfach an... Ja, das an auch unser Land. Ich habe jetzt das Schiff ausgewählt. Die Werkzeuge sind das hier, oder? Ja, du hast aber jemanden da oben ins Rathaus reingesetzt und dann haben wir Nahrungsmittel zu wenig. Okay, ich habe einen freien Siedler. Oh, wo war denn der? Der war hier unten, oder? Ja, der hat da Nahrungsmittel produziert. Ah, du hast recht, das ist... Manchmal ist die Steuerung nicht so super easy. Ich sag jetzt nichts.
Also ich finde, die Steuerung ist nicht schlecht, aber an so mancher Stelle hätte die noch ein klein wenig optimiert sein können. Ich bin aber der Meinung, mit Maus funktioniert das wahrscheinlich. Ich mach das ja mit Maus. Ach so, ich habe halt ein Touchpad. Ja, es könnte sein, dass daran liegt. Ich schicke jetzt nochmal kurz das Schiff nach Amsterdam. Ah. Genau. Und ja. Dann packt die Leute doch da rein und dann machen wir für heute Schluss. Finde ich gut. Ich packe den mal direkt hier Nahrungsmittel, oder? Genau, dann gucken wir uns das auf jeden Fall nochmal an. Ja. In der Session. Absolut. Wir gucken und die Tage mal, wann es nächste Woche passt. Ja, genau. Dann melde ich mich nochmal bei dir. Genau. Und dann speichere jetzt aber noch ganz kurz, sobald es möglich ist. Und wie gesagt, wenn ihr das Spiel auf GOG kauft, dann gibt es den Soundtrack kostenlos als Bonus dazu. Und die Kärtchen. Und die Kärtchen. Spielsicher. Die zwar im Original schöner aussahen, aber... Ja. Es war mir eine große Freude, Björn. Ja, mir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und lass uns dann nächste Woche weiterspielen. Ich habe Bock, so eine Party zu feiern. So eine Erzparty oder eine Nahrungsmittelparty oder eine Hammerparty. Wobei Hammerparty natürlich mega wäre vom Namen her allein schon. Hammer Aber Time. Vielleicht können wir ja schon Tee produzieren. Dann können wir auch eine Tea-Party machen. Oh, das wäre so großartig. Ich finde den König so unangenehm. Ja. Bin kein Monarchie-Fan. Das stimmt. Perfekt. Ja, Wolfgang. Ja, und ansonsten danke fürs Zuschauen. Und ich freue mich auf nächste Woche. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.